Geschichte. Südens in hellem Lichte. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sind deutsche Meister. Da ist das 2:1, Leon Goretzka. Das Tor von Robert Lewandowski. Und Manuel Neuer hält die Meisterschaft fest. Da haben wir sie doch nochmal gesehen, die entscheidenden Momente, die es in den letzten Wochen gegeben hat, dass die Bayern wieder deutscher Meister geworden sind zum 8. Mal. Auch das haben wir gerade nochmal eingeblendet gesehen. Und das wollen wir heute feiern, gemeinsam mit euch in unserem Matchday-Format. Wie schon in den vergangenen Wochen sind wir wieder für euch da. Sehr, sehr interaktiv, erkläre ich euch alles gleich. Also herzlich willkommen euch allen und herzlich willkommen unserem Gast heute. Ich bin wieder nicht alleine hier an der Säbener Straße. Freue mich sehr, dass David Bader bei uns ist. David, ich mache das immer so, dass ich am Anfang, wir gehen dann schon noch näher darauf ein, was du machst und so weiter, aber die Gäste sich mal selber vorstellen lassen. Wer bist du und was machst du? Servus, mein Name ist David Bader. Ich spiele American Football in der NFL bei den Washington Redskins. Wunderbar. Also David Bader ist einer von den wenigen Deutschen, die es aktuell gibt in der NFL. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Er ist echter Münchner, er ist schon immer Bayern-Fan, also passt perfekt hier zu uns in dieses Format. Ihr könnt gerne Fragen stellen, also der ein oder andere von euch kennt ihn vermutlich schon. Es gibt ja immer mehr Leute auch in Deutschland, die sich mit Football beschäftigen. Wir wollen auch über Football ein bisschen sprechen, aber logisch, wir sind auch in Wolfsburg mit dabei, schauen, was die Bayern da machen und da wollen wir wieder von euch eure Meinungen hören zu diesem Spiel in Wolfsburg. Was kann man anders machen? Was kann man besser machen? Was machen die Bayern wieder hervorragend? Wir werden es ja gleich erleben, wie es läuft für die Bayern. Wir freuen uns sehr auf die Schale dort. Wir werden rüberschalten zu unseren Webkommentatoren ins Stadion. Also werden da ein paar Eindrücke einsammeln. Wir können das Spiel ja hier nicht zeigen, aber wir werden nichts verpassen. Wir sind immer auf Ballhöhe gemeinsam mit euch. Und wenn ich sage interaktiv, dann meine ich, dass ihr mitmachen könnt in dieser Sendung. Wenn ihr uns jetzt gerade auf YouTube verfolgt, gibt es oben den Reiter Community, da draufklicken und dann könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt Fragen stellen an David, ihr könnt Fragen stellen an unsere weiteren Gäste. Zum Beispiel Matthias Luttenberger von unserem E-Sports-Team, also ein sehr interessanter Mann, der ist der Trainer da. Könnt ihr gerne Fragen schicken. Ich weiß, viele von euch sind auch in diesem Bereich unterwegs, also gerne her mit den Fragen, auch an Matthias Luttenberger, der sich übrigens auch super mit dem realen Fußball auskennt. Also da können wir beide Seiten bearbeiten. Hashtag MirSanMir funktioniert auch wieder in dieser Woche. Also, wenn ihr den drunter packt, unter eure Meinung oder unter eure Fragen, dann werden wir auch das zu Gesicht bekommen und dann hier bearbeiten. Wir werden in der Halbzeit, wenn alles funktioniert, dann noch zu Maxi Welzmüller schalten von unseren Amateuren aus dem Bus raus nach dem Spiel in Jena. Die sind da ja gerade aktiv. Aktuell steht es 1:1, war zumindest das Letzte, was ich gesehen habe. Also auch da werden wir uns noch ein bisschen was abholen. Also pickepacke voll, wieder mal diese Sendung. Freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und dann wollen wir loslegen. David, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über dich sprechen. Also, gib uns noch mal so eine kleine Einordnung. Football, schon immer in Deutschland gespielt und ich glaube jetzt das zweite Mal in den USA dabei gewesen, dort Training gehabt und es geschafft zu den Washington Redskins. Also ich glaube, um das so ein bisschen einzuordnen, viel mehr geht nicht, ne, im Football. Das ist absolut obere Kategorie. Ja, natürlich. Da gibt es halt wahrscheinlich noch im Team, dass man das Team schafft, dass man Stammspieler ist, dass man Legendenspieler ist. Da gibt es noch Luft nach oben, aber es ist die höchste Liga auf der Welt. Ja, das stimmt. Wir haben ein paar Eindrücke von dir als Footballer. Du hast uns ein paar Bilder mitgebracht von dir im Training. Erzähl mal so ein bisschen. Wir können es hier sehen. Gut, das ist noch relativ klassisch. Krafttraining auf deiner Position, glaube ich, extrem wichtig. Erzähl mal ein bisschen, welche Position spielst du und auf was kommst du da drauf an? Ich spiele Defense Line. Ich muss spielen quasi gegen den Blocker. Da braucht man viel Schnelligkeit, schnelle Beine. Man muss sehr viel Power auf einmal brauchen. Also man braucht sehr viel Power auf einmal. Wir versuchen schnellstmöglich die Hände zu bewegen, schnellstmöglich den Mann, gegen den Mann spielen zu können und den Lauf verteidigen und den Pass verteidigen.
Bist du auch so einer, der dann den Quarterback mitjagt, der ja, versucht, den Quarterback zu erwischen? Den Quarterback mitjagen und versuchen, ihn unter Druck zu setzen und dass er viele Fehler macht. Das können wir dann nachher noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, wie das mit den Positionen Football vielleicht sogar vergleichbar ist mit dem Fußball. Also das wollen wir dann mal versuchen. Wir wissen, es ist ein bisschen weiter hergeholt, aber das wollen wir dann auch gleich mal noch mal angehen. Und jetzt schalten wir noch rüber zu unserem zweiten Gast, den ich bereits angekündigt habe, zu Matthias Luttenberger, unserem Coach unseres Bayern E-Sports Teams. Herzlich willkommen. Wo treffen wir dich an? Wo bist du unterwegs? Servus, grüß euch. Liebe Grüße aus der Steiermark. Aus der Steiermark, in der österreichischen Heimat ist er. Matthias, erzähl mal ein bisschen, wie es bei euch aussieht. Corona logischerweise hat auch bei euch ein bisschen was verändert. Sag mal, wie die Situation gerade ist. Ihr wart, glaube ich, auch relativ tief drin in der Saison. Richtig. Wir hatten schon 5 Spieltage absolviert bis Anfang März und hatten dann seitdem eine Pause. Für viele unverständlich. Viele glauben immer, E-Sport findet ausschließlich online statt. Bei uns ist aber auch so, dass wir alle 2 Wochen nach Barcelona anreisen, um dort den Ligabetrieb abzuwickeln. Und deswegen haben wir seit Anfang März mit der Liga pausiert. Wir wissen noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Wir hoffen, dass die Liga nochmal gestartet wird. Jedenfalls sind wir noch immer im Training und bereiten uns auf die möglichen Spiele noch vor. Und wir sind trotzdem sehr positiv gestimmt, weil wir auf dem 2. Tabellenplatz stehen. 1 Punkt hinter AS Monaco. Und wir sind eigentlich sehr gut in die Saison gestartet. Gibt es denn schon eine Info, wann es eventuell weitergehen könnte? Also im Fußball hatte man ja im Vorhinein immer ein paar Spekulationen gehört. Wir sehen hier auch ein paar Eindrücke von dem, wie bei euch die Spieltage aussehen. Aber gibt es schon eine Info, wie es weitergehen könnte und ob? Es kann sein, dass in der nächsten Woche eine offizielle Meldung rauskommt, wie es ausschaut, ob die Liga jetzt einmal gewertet wird oder ob die Liga so weitergeführt wird und ein eventueller Online-Cup stattfindet. Ich vermute, dass wir in Barcelona in diesem Jahr oder in dieser Saison nicht mehr spielen werden, sondern dass wir wirklich auf den Online-Modus wechseln müssen. Aber ist in Zeiten von Corona wahrscheinlich die bessere Variante und vor allem auch ein Vorteil von uns. Wir können auch online spielen. Für den Zuschauer oft immer so unverständlich, weil die Verbindung im Internet, die ist sehr ausschlaggebend. Und wenn wir jetzt von europaweit auf die Server zugreifen, ist es immer schwierig, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Deswegen finden auch die E-Sport-Turniere, wenn es ums Geld geht, immer offline statt, grundsätzlich. Ja, und schon wieder was gelernt. Also wir sprechen nachher noch mal ein bisschen ausführlicher. Du begleitest uns durch die Sendung, werden noch 1-2 Mal zu dir schalten. Aber wir wissen auch bei dir, du bist einer, der jedes Bayern-Spiel verfolgt, der sich auch sehr, sehr gut auskennt mit den Profis, also mit unseren realen Fußballern. Gib mir mal ein paar Eindrücke. Wie hast du diese Saison bei den Bayern erlebt? Was hat sie besonders jetzt hinten raus aus deiner Sicht ausgezeichnet? Natürlich, seitdem Hans übernommen hat, ist die Saison wirklich komplett neu gestartet und man hat auch wieder diese richtige Mir-Mentalität im Verein und auch im Team gespürt. Und ich sage mal, die Serie, die aktiv am Laufen ist, ich glaube, wir haben jetzt 9 Siege in Folge, Auswärtssiege. Heute werden wir, glaube ich, den 10. noch holen. Also wir sind wirklich auf einem guten Weg und man merkt auch, dass die Mannschaft richtig wieder frisch ist und sehr gut miteinander harmoniert. Du bist auch Trainer. Ich weiß nicht, ob es in eurem Bereich auch Spiele gibt, in denen es vielleicht nicht mehr auf alles drauf ankommt. Wie würdest du die Jungs heute kurz ansprechen, dass es trotzdem klappt, dass sie da voll motiviert rausgehen? Ja, man sieht es auch bei der Aufstellung. Es wird ein wenig durchrotiert. Oder der Sola darf heute spielen und auch Cousins. Und ich glaube, das ist die richtige Mischung. Man muss nämlich für das Pokalfinale natürlich in Schuss bleiben und natürlich auch dann später für die beginnende Champions League wieder. Deswegen, ich glaube, die Jungs sind hungrig genug und auch die Jungs, die vielleicht nicht so viele Minuten sammeln durften, die werden auch sehr heiß sein heute. Ja, also wir hören, der Mann hat Ahnung ohne Ende. Wir sprechen später nochmal mit dir. Danke dir, Matthias, bis hierhin und wollen jetzt dann langsam mal rübergeben zu unseren Jungs vom Webradio, die wieder für uns mit dabei sind, die euch ein paar Einblicke vermitteln werden. Und ja, da hören wir jetzt dann gleich rein, wenn es losgeht mit dem Anstoß. Ein bisschen was gibt es da noch an Vorgeplänkeln und ein paar Verabschiedungen auch beim VfL Wolfsburg. Also die üblichen Dinge am letzten Spieltag, bevor wir dann rübergehen zu unseren Jungs vom Webradio. Radio. Matthias hat es gerade schon angesprochen. 6 Wechsel insgesamt hat Hansi Flick vorgenommen im Vergleich zum letzten Spiel. Also ein bisschen Rotation drin. Nichtsdestotrotz, David, was glaubst du, wie geht das heute aus? Was machen die Jungs in Wolfsburg? Ich glaube, die versuchen das locker anzuspielen. Werden oft natürlich wie sonst auch mal oft viel Ballbesitz haben und werden versuchen, dann die kleinen Lücken
auszunutzen. Was muss ja alles geben, um die Klasse zu halten. Deswegen wird es, glaube ich, kein einfaches Spiel. Und hoffentlich sind es souveränes 2-0, wäre perfekt. Herr Wolfsburg will noch, du hast gerade gesagt, Wolfsburg hat noch ein bisschen was zu erreichen. Also sie müssen ja ihren Platz verteidigen, um in der Europa League vielleicht nicht in die Quali zu müssen. Also für Wolfsburg geht es tatsächlich noch ein bisschen was. Die Bayern können diverse Rekorde aufstellen, aber auch darüber werden wir gerne mit euch dann nachher noch sprechen. Haben wir auch ein bisschen was vorbereitet. Jetzt erstmal zu unseren Jungs rüber vom Webradio. Ganz viel Spaß für ein paar Minuten, dann sind wir wieder für euch da mit unseren Kollegen, mit Jens Kober und mit Herbert Steffe. Weiter führen die makellose Bilanz aus den vergangenen Spielen unter Hansi Flick zum Beispiel. Und deshalb werden sie ihren ersten Tabellenplatz sowieso verteidigen, aber sie wollen hier unbedingt gewinnen. Mit welcher Aufstellung tun sie das? Im Tor ist der Kapitän Manuel Neuer. In der Viererkette, da hat sich eine Änderung schon angedeutet. Die hat Hansi Flick unter der Woche schon bekannt gegeben. Alvaro Odriozola wird kommen oder wird auf der rechten Seite verteidigen. Als Dankeschön dafür, dass er fantastisch mittrainiert hat, und bekommt er also jetzt einen Startelf-Einsatz. Boateng, Alaba, die beiden Innenverteidiger, und Davies auf der linken Seite davor. Goretzka und Cuisance, weil Joshua Kimmich geschont wird. Der sitzt auf der Bank ebenso wie der Franzose Benjamin Pavard, der ja normalerweise auf der rechten Verteidigerseite spielt. Gnabry, Müller, Coman sind vorne, und ganz vorne ist es ein gewisser Robert Lewandowski, der möglicherweise heute noch das ein oder andere Tor dazu bringen will zu seinen 33, die er bislang schon in dieser Saison erzielt hat. Das Spiel hat auch schon begonnen. Bevor wir aufs Spiel richtig eingehen, da tut sich gerade nicht allzu viel. Schnell noch zum Kollegen Jens Kober, der Arme, muss warten mit seiner Aufstellung, mit den Wölfen, bitte. Ich habe mich auf die Wölfe vorbereitet und ein herzliches Hallo von unserer Seite auch von denen, die nicht nur beim Webradio mit dabei sind, sondern heute auch in der Matchday-Show mit dabei sind, wo immer in den Social-Media-Kanälen des FC Bayern. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ihr seht ja mal, wie Herbert und ich arbeiten, also vielleicht auch mal eine Alternative zum Webradio. Also, das Spiel läuft seit mittlerweile genau einer Minute. Die Wölfe, das kann man sagen, mit einer Änderung zu den letzten Spielen, und das ist eben Xaver Schlager, der draußen bleibt. Dafür zurück Gila Bogi im defensiven Mittelfeld. Ansonsten machen wir es kurz. Nicht wirklich viele Überraschungen. Kohn Castells im Tor. Die Viererkette mit Roussillon, Brooks, Bongracic und Babu. Dann die zwei Defensiven mit Gila Bogi und Maxi Arnold. Und dann vier Offensive. Links Brekalo, rechts Renato Steffen. Und vorne, das sieht man gar nicht mehr so oft, zwei wirkliche Mittelstürmer bei den Wolfsburgern, die über die linke Seite kommen. Und der erste Schuss der Partie, Roussillon von der Kante des 16-Meter-Raums. Aber der geht rechts am Tor vorbei. Also es gibt zwei Mittelstürmer, mit denen sie spielen, sieht man gar nicht mehr so oft. Daniel Ginczek und Wout Weghorst, der Niederländer, also die beiden Großen vorne drin. Das ist ein bisschen was Arbeit für die Innenverteidigung der Bayern. Die Wölfe mit der zweiten Chance schon in der Partie, aber schön abgekocht durch Leon Goretzka, der da hinten am eigenen Strafraum aushilft. Die Wölfe, sie machen Druck und setzen Alfonso Davies unter Druck, aber der kann sich gut befreien, und die Bayern mit dem Konter über Robert Lewandowski. Aber da schießt er den Schiedsrichter an, das ist Patrick Ittrich, der sich jetzt hier gerade noch ein bisschen entschuldigt und dann eine Szene von zuvor abpfeift. Also Vorteil für die Bayern. Und jetzt gibt es Schiedsrichterball nach gespielten 2 Minuten 20. Und da wird jetzt noch die Diskussion, wer kriegt den Ball denn jetzt hier? Sind sie jetzt noch nicht einig. Drei Wolfsburger beschweren sich jetzt hier. Und jetzt stehen Ginczek und Goretzka bereit. Ginczek wird weggeschickt. Weghorst nochmal hergeholt von Ittrich. Der hat sich da zu lautstark beschwert. Ja, der baumlange Holländer, der gerne mal den Mund offen hat auf dem Platz. Dafür ist er bekannt. Und jetzt gibt es ja gar keinen Schiedsrichterball, sondern Ittrich wirft den Ball einfach zum linken Innenverteidiger der Bayern, zu David Alaba. Also die Bayern jetzt im Ballbesitz auf der rechten Seite. Lassen sie das Leder zurückspielen zu Manuel Neuer, der lang nach vorne spielt. Per Hacke verlängert, toll, auf Lewandowski, der nochmal ablegt. Und dann wird es wieder in die Spitze. Coman geschickt. Und das ist das Tor aus dem Nichts heraus. Vierte Spielminute, das 1:0 für die Bayern. Tor Nummer 97. Ich wollte sagen, der King, der macht das. Du hast mich nicht gelassen, aber kleine vorausschauende Prognose. Toller Pass in den Lauf von Kingsley Coman, der
meterweit nicht im Abseits steht und dann allerdings mit seinem Sprint gleich 2-3 Meter gegen den Gegenspieler gut macht. Der Pass übrigens mit links von Thomas Müller gespielt. Und der King im Strafraum aus 12 Metern vielleicht, halbrechte Position ins lange Eck. Keine Abwehrchance für Concastells. So ein Auftakt nach Maß. Ich wollte eigentlich sagen, bevor dieses Tor fiel, die Wolfsburger, die gehen da ganz schön drauf. Die haben unheimlich hoch verteidigt bzw. gestört und hatten ja, wie du beschrieben hast, Jens, schon zwei ordentliche Chancen. Ordentlich, naja, wollen wir nicht übertreiben. Aber dann die Bayern, wie man sie kennt, Tor Nummer 97 in dieser Saison. Ja, machen Sie die 100 noch voll? Ja, wir müssen ein bisschen mitzählen. Also, man hat ja, es ist ja immer nicht so toll, wenn man vorher dann zählt, wie viele braucht man, um einen neuen Rekord aufzustellen und sowas. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch ein bisschen Bescheidenheit üben. Also, trotzdem, jetzt können wir es langsam mal nach vorne blicken. 98 Tore in einer Saison, die gab es in der Triple-Saison des FC Bayern 2012, 2013. Aber ganz oben, da steht die Saison 71-72 mit 101 Tore. Also, wir haben noch ein paar vor uns. Mal schauen, aber der Anfang ist ja gemacht durch Kingsley Coman. Aber Wolfsburg, wie gesagt, sie verstecken sich immer noch nicht. Auch nach diesem frühen Rückstand kommen sie über die rechte Seite mit Steffen. Der kommt etwas ins Straucheln, aber wird dann zugemacht auf der Seite von Davis. Nochmal die Wolfsburg über die rechte Seite mit Mabu abgeblockt. Und es gibt den ersten Eckball der Partie für die Wolfsburger. Das war Alfonso Davis, der da die Flanke des Schweizer Rechtsverteidigers abgeblockt hat. Und jetzt gibt es die erste Standardsituation der Partie. Da kommt Breckerlo von der linken Seite rüber, der Rechtsfuß, und wird den Ball mit rechts vom Tor, mit Schnitt vom Tor weg reinbringen. Da steht noch ein zweiter da, ich glaube Maxi Arnold ist es. Aber der Schiedsrichter hat noch kurz abgepfiffen. Jetzt geht es erst weiter. Also Maxi Arnold und Breckerlo stehen da bereit. Arnold mit links oder Breckerlo mit rechts. Beide stehen sie beim Eckball. Und Arnold wird es bringen mit Schnitt zum Tor. Direkt auf den ersten Pfosten, aber rausgeköpft hinten. Und die Bayern, sie können sich befreien. Der Ball jetzt mittlerweile wieder tief in der Hälfte der Wolfsburger. Gilavogui, der Kapitän, muss zurückspielen bis zu Concastells, der dann weit nach vorne spielt. Goretzka verlängert da etwas unfreiwillig nach hinten, aber dann aufgepasst durch Jérôme Boateng, der heute übrigens sein 200. Spiel im Trikot des FC Bayern macht. Im Mittelfeld, Cuisance treibt den Ball nach vorne, auf die rechte Seite raus. Wieder Müller mit der Flanke auf links raus, auf Lewandowski, der probiert es mal direkt mit links. Aber der Ball geht dann doch gute 10 Meter rechts am Tor vorbei. Dennoch ein schöner Spiel. Da haben wir doch schon nochmal einen letzten Eindruck bekommen aus Wolfsburg. Die Bayern also in Führung. Schöner könnte es ja kaum laufen, auch heute an dem Tag, an dem sie die Meisterschale bekommen. Und wir haben Themen jetzt schon wieder serviert bekommen. Denn Thomas Müller, ja, neuer Rekordhalter in der Bundesliga in Sachen Vorarbeit, nachdem er den Treffer von Kingsley Coman vorbereitet hat. Also Wahnsinn, der Mann mit 21 Assists jetzt also top in der Historie dieser Liga. Großartig, was Thomas Müller da auch für eine Saison spielt. Dein Eindruck von Thomas Müller? Bist du einer, der schon immer Thomas Müller-Fan ist? Die meisten Bayern-Fans. Ich finde Thomas Müller total lustig. Alleine auch mit seiner bayerischen Art. Ist auch, der bleibt auch immer total bodenständig. Also, da kommt immer bodenständig rüber. Der ist immer dasselbe. Und auch am Anfang seiner Karriere mit der verrückten Art. Und dass irgendwie immer der Ball ins Tor bekommen hat, das ist schon unglaublich. Das ist schon eine spezielle Qualität von Thomas Müller. Und hatte man ja zuletzt auch so ein bisschen den Eindruck, unter dem letzten Trainer, zumindest unter Niko Kovac, dass es nicht mehr ganz so gut läuft bei Thomas Müller. Du bist selber Sportler. Selber schon mal erlebt, dass man so ein bisschen in einem Loch ist und es nicht mehr ganz so gut funktioniert und man sich da irgendwie wieder rausholen muss? Wie machst du das? Wie schaffst du das, wenn du merkst, jetzt hängt es gerade ein bisschen, wie kommst du wieder aus dem... Also bei Football ist ja oft so, dass du, also beispielsweise, wenn du von der Jugend hochkommst oder in die höhere Klasse aufgestiegen seid, dass es immer ein Tief ist und dass man halt am Anfang nicht alle Spiele gewinnt oder seine Performance immer dasselbe ist. Das ist einfach nur, man muss an sich selbst glauben, wissen, was man kann und trotzdem einfach dran arbeiten und irgendwann wieder Knoten schon platzen. Ich glaube, da hat Thomas Müller auch keine Probleme, dass er an sich selbst glaubt. Der Junge hat alles erreicht im Fußball, was man erreichen kann. Gerne auch eure Meinungen zu Thomas Müller und zu dem, was er da diese Saison geleistet hat. Also das ist ja herausragend. Wollen wir auch gerne mit euch gemeinsam drüber sprechen. Nochmal der Hinweis, Hashtag MirSanMir. Dann seid ihr bei uns mit im Programm. Dann ploppt ihr hier auf drüben und dann sagen uns die Jungs Bescheid, falls da was reingekommen ist. Und die Fragen oder die Meinungen gebe ich dann gerne weiter. Und wie immer auch in der Community oben bei YouTube gerne teilnehmen. Jetzt wollen wir ein bisschen sprechen über dieses Zwischenziel, weil die Bayern sind ja schon Meister. Sie bekommen heute die Schale, aber es gibt noch ein bisschen was zu erreichen. Zum einen Pokalfinale nächstes Wochenende und dann ja eventuell noch das Triple, womöglich sogar dann Ende August gibt es ja auch noch die Champions League Mitte
Mitte, Ende August. Also auch darüber wollen wir gerne ein bisschen sprechen. Wollen aber erstmal nachhören beim Trainer, bei Hansi Flick. Der hat darüber gesprochen, wie das aktuell so ist und wie man auch so ein Spiel in Wolfsburg dann angeht, wenn man im Hinterkopf hat, dass da ja noch viele wichtige Ziele kommen. Ich freue mich einfach, dass wir eine erfolgreiche Saison gespielt haben und dass wir ja einfach die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten sind, aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das sind für mich Dinge, die einfach schön sind. Und ich freue mich für mein ganzes Team, die sehr, sehr tolle Arbeit machen. Und ja, das ist die Schale. Ja, ist einfach auch schön, die mal in der Hand zu haben, genauso wie es der... Ja, der Weltmeistertitel, wo man dann auch den Pokal in der Hand hat. Aber letztendlich ist es immer so, ich sage, man nimmt sich Ziele vor, ja, einfach, und man versucht die natürlich zu erreichen. Wir haben es geschafft. Das ist, ich sage mal, dann der krönende Abschluss, wenn einem so ein Pokal überreicht wird. Aber dann geht es schon wieder in das neue Ziel. Und so habe ich es eigentlich immer gehandhabt. Und das ist auch eine Sache, die mir natürlich auch, ja, einfach auch gefällt, die Mentalität, dass man sagt, okay, wir sind nicht zufrieden und lehnen uns zurück, sondern wir wollen einfach auch gucken, dass wir möglichst jedes Spiel gewinnen, dass wir auch unser Ziel, das nächste Ziel dann wieder angehen. Ich habe ja mal gesagt, dass die Meisterschaft einfach ein Zwischenziel ist, und so sehe ich das auch. Ja, Zwischenziel ist dazu, dass man weitere Ziele hat, und die haben wir in der Mannschaft, und da müssen wir jetzt einfach auch uns daran messen lassen. Und wenn man auf die Mannschaftsaufstellung heute blickt, dann denkt man im ersten Moment, ja, das ist ja sowieso mit das Beste, was Hansi Flick überhaupt bringen kann. Aber wenn man sich dann ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann sieht man eben auch, dass zum Beispiel Kimmich auf der Bank sitzt und auch Pavard. Das sind die beiden Jungs, die die meisten Spiele gemacht haben bei den Bayern in dieser Saison unter Hansi Flick. Also im Prinzip Dauerbrenner sind. Zusammen mit Davies, der aber wieder mit dabei ist auf der linken Außenbahn. Dann haben wir eben Alaba und Boateng in der Innenverteidigung, Manuel Neuer im Tor. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber auch ein Wechsel, der vorgenommen wurde, weil ja Sven Ulreich zuletzt hinten drin stand. Dann haben wir Cuisance wieder von Beginn an mit dabei und Goretzka, der ja in überragender Form war zuletzt. Und dann die Dreierreihe vorne dran mit Coman, mit Müller, mit Gnabry und ganz vorne logisch Robert Lewandowski. Und es gibt ja noch so ein paar Rekorde, die man eventuell noch brechen könnte. Wir blicken gleich nochmal rüber nach Wolfsburg, aber da bleibt es aktuell beim 1:0. Die Bayern geben weiter Gas. Wollen noch mal kurz ein bisschen sprechen über Hansi Flick. Da gerne auch eure Meinungen dazu, was der Mann entscheidend verändert hat aus eurer Sicht, dass es so gut funktioniert. Was ist dein Eindruck von Hansi Flick? Das war ja, ja im ersten Moment schon ein bisschen überraschend, ja, ja, dass er dann auch dauerhaft Trainer bleibt. Und, aber was ist dein Eindruck von Hansi Flick so von außen? Der war halt immer, man hat ihn ja immer im Fernsehen gesehen und der war halt irgendwie immer der Mann hinter Kovac und so weiter. Und es ist aber von Kovac habe ich auch sehr viel gehalten. Hat auch leider am Schluss dann nicht so funktioniert. Und ich freue mich, dass es wenigstens Hansi Flick dann hinbekommen hat, die Mannschaft gut zusammenzuhalten. Dass man merkt oder man fühlt, dass es richtig gute Chemie zwischen den Spielern ist. Man gewinnt wieder Spiele. Müller ist wieder glücklich. Müller spielt wie der alte Müller. Lewandowski macht wieder seine Tore. Und es ist ein perfektes Bild. Und die Meisterschaft auch noch gewonnen. Und ich glaube, der ist auch. Der ist zwar stolz, was er geschafft hat, aber der ist noch hungrig und will noch DFB-Pokalsieger und vielleicht noch Champions-League-Sieger werden. Ja, schauen wir mal, ob das noch klappt. Also das ist definitiv auch noch ein Thema heute bei uns. Der Pokal, der ja dann noch ansteht, das Pokalfinale gegen Leverkusen am kommenden Wochenende. Und dann sprechen wir auch noch über die Champions League. Auch dazu gerne eure Meinungen, was da möglich ist für die Bayern in den kommenden Wochen noch. Und jetzt nochmal ein bisschen zur Position des Trainers, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen den Vergleich ziehen zum Football. Da ist das ja schon immer noch sehr anders oder sehr verschieden zum Fußball. Es gibt zwar im Fußball auch immer mehr Trainer, die dann für spezielle Bereiche zuständig sind, aber es ist lange nicht so wie im Football. Erklär mal ein bisschen, wie das auf der Trainerposition beim Football aussieht. Also fangen wir mal oben an. Es gibt schon auch einen Cheftrainer, einen Headcoach beim Football. Es gibt einen Headcoach, dann gibt es quasi für die Defense jeweils einen Coach, für die Offense jeweils einen Coach. Und da wird es nochmal unterteilt, hier Position hat auch nochmal extra Coach und Assistant Coaches. Also man hat wahrscheinlich mehr Trainer als Fußballer auf dem Feld haben. Sag mal ungefähr, bei den Washington Redskins, wie viele Trainer stehen da an der Seitenlinie bei einem Spiel, so ungefähr?
Ja, dürften schon an die 20 sein. Ja, okay, sind echt über 20 Trainer auf jeden Fall. Plus die ganzen Jungs, die dann oben noch sitzen, ne? Und dann vielleicht in der Box und dann Scouts und also das sind genug Spieler. Also so viele haben die FC Bayern wahrscheinlich als Spieler haben. Es sind auch viel mehr Spieler. Wir sind, glaube ich, im Kader dann über. Also ja, am Anfang sind jetzt 90 Leute, über 90 Leute. Und dann wird nochmal runtergekartet bis auf 75. Und dann nochmal Trainingsspieler dabei. Und dann gibt es ja nochmal auch Besitzer und Manager noch dabei. Also sind da viele. Das ist ein bisschen was los beim Football an, genau, an der Seitenlinie. Und wenn du jetzt, du bist Defensivspieler, ist dann praktisch nur dein Defensive Coach für dich zuständig? Also wie viel Kontakt hast du auch mit dem Head Coach oder wie läuft so eine Besprechung dann ab, auch vor einem Spiel? Ist dann wirklich nur der Defensive Coach, der mit euch Defensiven spricht, oder ist es dann direkt vor dem Spiel wirklich auch nur noch der Head Coach, der mit allen spricht? Nee, also vor dem Spiel ist es am Anfang macht der Head Coach die große Ansprache oder am Schluss, je nachdem wie wichtig das Spiel ist. Und natürlich der Defense Coordinator, mit dem hast du die ganze Woche zu tun. Und dann Positionscoach ist so, mit dem du den meisten Bezug hast, mit dem machst du am meisten, mit dem bist du auf dem Feld. Und dann kommt für die ganzen Superstars oder die ganzen Spieler, die Schlüsselspieler, haben dann viel mehr mit dem Defense Coordinator zu tun und besprechen vielleicht Taktiken und welche Sachen er vorschlagt hat. Ja, der Headcoach hat man auch relativ zu viel zu tun. Da braucht er die großen Ansagen und die großen Entscheidungen. Also ist der Kopf am Schluss, der seinen Kopf hinhalten muss. Das ist zumindest dann das Gleiche wie beim Fußball. Also das ist schon mal klar geworden. Ja, wir sprechen dann gleich nochmal ein bisschen auch über Positionen zum Beispiel. Fußball, Football habe ich euch auch schon angekündigt. Also wenn ihr auch Fragen in Richtung Football habt, an David sehr, sehr gerne oder in Richtung NFL sehr gerne melden. Auch das können wir gerne aufnehmen. Und wollen jetzt nochmal ein bisschen rüberblicken nach Wolfsburg. Bayern weiterhin mit 1-0 in Führung. 15 Minuten sind mittlerweile durch. Wenn wir uns die aktuellen Eindrücke abholen, dann ist das, wie wir die Bayern zuletzt immer erlebt haben. Viel Ballbesitz, ganz viel Spielkontrolle, haben alles im Griff da. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Für Wolfsburg geht es noch um ein bisschen was. Sie wollen sich direkt für die Europa League qualifizieren. Also sie kämpfen um Platz 6 und wollen das möglichst halten. Deshalb werden sie sich versuchen, da auch nicht abschießen zu lassen. Es gibt ja noch den einen oder anderen unter euch, das haben wir auch schon gelesen, der hier den Tipp Richtung 6-7-0 für die Bayern rausgehauen hat, weil die Bayern damit ja tatsächlich noch den Torrekord, den Allzeit-Torrekord sogar schaffen könnten. 101 Tore sind das aus der Saison 71-72, also das ist schon eine Weile her. Aber zumindest die 100 möchte man schon ganz gerne knacken. Dafür bräuchte man noch 3. Also ich glaube, das ist dann doch schon wieder realistischer. Aber schauen wir mal. Also wir wollen ja jetzt auch nicht hier die Bayern da zu gut reden und Wolfsburg zu schwach reden. Im Moment steht es 1-0. Alles unter Kontrolle für die Bayern bis hierhin. Und dann haben wir die ersten Fragen, die wir reinbekommen haben. Aber hier zum Beispiel eine Frage an dich oder an uns. Wen findet ihr besser, Levi oder Neuer? Finde ich, ist sehr, sehr schwierig, weil es einfach zwei völlig unterschiedliche Positionen sind, das zu beantworten. Du selber, als du groß geworden bist, wer waren so deine Vorbilder bei den Bayern? Wen fandest du immer besonders gut? Ja. Warst du jemand, der eher auf Stürmer oder eher auf Defensive geachtet hat? Ich habe, glaube ich, so beides. Also so Mittel- oder so Zehner und Sechser, so waren nie die Position, wo mich so interessiert hat. Wenn dann so ganz Sturm oder so Kufu hat, war auch damals einer der ersten Schwarzen und das hat mich natürlich einer der Besten und wie heißt er? Oliver Kahn hat mit seiner Auftreten und mit seinem Selbstbewusstsein war ein Riesenvorbild für mich. Von noch ganz frühere Zeiten, die waren halt die Top-Spieler. Dann kam auch Philipp Lahm dazu, Thomas Müller und dann Kroos, wo er damals noch ganz jung war, ein Superstar und dann natürlich Alaba und Boateng. Das waren natürlich meine Vorbilder, mit denen ich viel abgeguckt habe und die dann jung und sehr viel vor sich hatten und sich erstmal beweisen mussten, so wie ich jetzt quasi in der Situation bin. Wenn du die aktuelle Mannschaft anguckst, wer gefällt dir da besonders gut? Wen findest du besonders eindruckend? Jetzt vielleicht nicht nur vom Spielerischen her, sondern vielleicht auch so vom Typ her, vom Ehrgeiz? Davison, das ist Davis, ja? Weil er so ein lockerer Typ ist? Das ist ein lockerer Typ und ich glaube, sobald es um Fußball geht, dann ist er wieder voll ernst, aber außerhalb ist er, glaube ich, ein ganz lustiger Typ und mit dem man sich richtig gut verstehen könnte. Sehr gut, jetzt haben wir auch noch mal eine Frage reinbekommen von Jan.
Nee, Entschuldigung, es ist von, jetzt habe ich sie schon wieder aus den Augen verloren. Hier sind wir, von Sebastian, der nochmal wissen möchte, wer du bist. Also wir updaten euch da gerne nochmal für alle, die jetzt erst reinkommen. Also das ist David Bader, der Mann wird in Zukunft bei den Washington Redskins Football spielen in der NFL, ist ein Münchner Junge und Riesen-Bayern-Fan und deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute nochmal hier ist. David, du hast vorhin mal kurz angedeutet, wann geht's wieder rüber? Mitte nächsten Monat im Juni geht's los. Und dann flieg rüber und muss dann schauen, wie es abläuft. Vielleicht, ob ich in Quarantäne bleiben muss oder so. Aber auf jeden Fall zwei Wochen davor am Trainingslager, dass ich mir auch die Sachen anschauen kann, mit den Trainern vielleicht reden kann und mich schon mal vorbereiten kann auf die neue Saison. Sehr schön, also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, aber werden da eben nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Jetzt haben wir einen Tweet reinbekommen von euch von draußen. Wir sehen, also von der Deutschen Welle ist der zu Thomas Müller, 21. Torvorlage der Bundesliga-Saison. Also da sehen wir es nochmal schwarz auf weiß bei Twitter. Und da auch die Frage, hatte irgendjemand Thomas Müller schon abgeschrieben? Ja, ich glaube, das war der ein oder andere da draußen, der gedacht hat, Thomas Müller wird vielleicht nicht mehr allzu viel reißen. Also dementsprechend jetzt auch der Tweet so ein bisschen angehaucht von der Deutschen Welle. Schön, das noch reinzubekommen. Und dann gerne weitere Fragen von euch, eben auch an David Bader. Wie gesagt, Matthias Luttenberger werden wir auch nochmal zuschalten. Also wenn ihr da Fragen habt in Richtung PES, dann sehr, sehr gerne auch da helfen wir euch logischerweise gerne nochmal weiter. Jetzt schaue ich nochmal drüber, ob sich hier noch ein bisschen was getan hat. Und wenn nicht, dann holen wir uns nochmal ein paar Eindrücke ab aus Wolfsburg. Wir haben das Spiel zwar immer im Blick, aber unsere Jungs vom Webradio, die können das alles ein bisschen besser beschreiben. Da sind wir dann doch nochmal ein Tickchen näher dran. Deshalb nochmal rüber zu Herbert Steffe und zu Jens Kober für ein paar Minütchen, bevor wir dann wieder hier sind. Bis gleich. Und dann allerdings zu Maxi Arnold zurückpassen und dann gibt es den Freistoß für die Wölfe. Da hat Cuisance ein bisschen nachgehakelt gegen Arnold und die Wolfsburger, sie können jetzt hier in der nächsten Standardsituation ihre Kopfballstärke zeigen. Wir haben ja mit Bongracic und Brooks zwei kopfballstarke Innenverteidiger plus die zwei Mittelstürmer mit Ginczek und Weghorst. Also die Standardsituation sicherlich eine Stärke der Wölfe. Da steht Renato Steffen bereit und auch Maxi Arnold. Ah, das ist Brekalo. Brekalo und Arnold stehen bereit. Brekalo mit rechts bringt den Ball rein. Gefährlich mit diesem Schnitt zum Tor. Und jetzt die Möglichkeit wieder für Weghorst aus, war aber glaube ich, Abseitsposition. Wir haben gerade noch einen Pfiff des Schiedsrichters gehört. Wir sehen die Wiederholung. Also ich glaube, sah nicht aus wie Abseits. Vielleicht beim Freistoß, waren so Millimeter, aber wir müssen eigentlich nicht drüber diskutieren, denn es ist ja nichts passiert. Wenn es ein Tor gewesen wäre, hätte man sicher das Ganze überprüft in Köln. So, die Bayern im Ballbesitz, Odrio Sola mit dem Ball zurück in die eigene Hälfte auf Jerome Boateng. Dann ist David Alaba da mit dem langen Ball mit links geschlagen. Super auf Gnabry, der hat ein bisschen Probleme mit der Annahme, aber dann kann er ihn doch halten. Müller ist dabei, bietet sich an. Klasse gespielt auf Gnabry, der ist im 16er mit links abgezogen und Castells unten. Super, schneller Spielzug auf einmal der Bayern wieder und gut abgezogen von Serge Gnabry. Klasse gespielt da mit Müller, den Doppelpass und dann aus Spitzenwinkel. Und er hätte genau gepasst, glaube ich. Und Castells ist natürlich auch einer der ganz, ganz Großen. Und diese Größe, das wäre in der Situation möglicherweise die Gefahr geworden, denn der musste einen Flachschuss nach unten abtauchen. Aber das hat er stark gemacht, der Belgier. Eckball gibt es für den FC Bayern München von der linken Seite. Und wieder Cuisance auf den kurzen Pfosten getreten, per Kopf abgewehrt. Und dann war da anscheinend die Hand im Spiel von Alphonso Davies, der den Ball angenommen hat. Das hat der Schiedsrichter Patrick Ittrich gesehen. Ja, verspringt ein bisschen, ist der Oberarm und das ist ein Handspiel. Nicht so, dass man da irgendwie Gelb dafür zeigen müsste. Und hier wird gerade nochmal diese wirklich tolle Parade von Kron Castells eingeblendet. Die Wolfsburger versuchen aus den eigenen Reihen, am eigenen 16er fast aufzubauen. Dann gibt es aber den Rückpass zum gerade gelobten Keeper. Und der spielt den nur ein paar Meter nach vorne. Und dann gibt es den Chip in Richtung Anstoßkreis. Odrio Sola versucht zu stören, gelingt ihm auch. Aber die Wölfe bleiben im Ball. Wir sitzen über die linke Seite. Ball geht in Richtung 16er. Da ist David Alaba, der den linken Fuß klären kann. Und die Bayern
Alfonso Davies mit dem Rückpass allerdings wieder zum Österreicher, zu Alaba. Und jetzt wieder das Spiel, das wir in den ersten Minuten gesehen hatten von den Wolfsburgern. Dieses frühe Pressing, aber jetzt ziehen sie sich zurück. Und Goretzka, der Leon, kann aufbauen. Über die rechte Seite wieder zu Odriozola, sehr aktiv, auch in der Vorwärtsbewegung der Spanier. Dann der Ball kommt zu Cuisance zurück, der setzt sich gut gegen einen Wolfsburger durch. Auf die linke Seite rausgespielt zu Gnabry, der ist mal links und der probiert es da mal aus scharfem Winkel. Ja, das war überraschend, hat jeder mit der Flanke gerechnet von Gnabry und der zieht den Ball da von außen einfach mal aufs Tor drauf. Und Kohn Castells muss da aufpassen und hätte gerne, ja natürlich gibt es Eckball. Gab es kurz Diskussion, kurz ausgeführt, auf Gnabry schon wieder. Der bringt ihn flach in die Mitte, aber die Wolfsburger können klären. Davies wieder aus der zweiten Linie, legt zurück zu Cuisance, der flankt, aber diesmal rutscht ihm der Ball über den Schlappen und geht hinten ins Aus. Und deshalb gibt es jetzt Abstoß vom Tor von Kohn Castells. Also, die Bayern, sie führen seit der vierten Minute durch das Tor von Koman mit 1:0. Und jetzt gibt es, glaube ich, eine Wasserpause da, weil da hat er eben schon Patrick Ittrich auf die Uhr geschaut. Es sind unglaublich schwüle Temperaturen, auch hier in Wolfsburg. Und die Spieler sollen natürlich hier geschützt werden, dass sie möglichst viel Flüssigkeit zu sich nehmen können. Ich habe eben selber auf die Uhr geschaut und Patrick Ittrich auch und hat gesagt, in der Mitte der ersten Halbzeit machen wir eine kurze Unterbrechung und dann gibt es hier die Wasserpause für alle Spieler. Und einer, der nutzt das Ganze wieder für Gesprächsbedarf, nämlich Wout Weghorst, der spricht hier mit Ittrich über seine gelbe Karte in der 15. Minute, die er wegen Meckerns bekommen hat. Könnte mir aber auch vorstellen, dass dieses Gespräch vom Schiedsrichter gesucht wurde. Da kommen wir doch wieder rüber zu uns. Gesprächsbedarf haben wir auch immer. Danke an Jens und an Herbert. Und dann schauen wir kurz, was unsere Amateure getrieben haben. Die waren ja in Liga 3 in Jena beim Tabellenletzten unterwegs. Und da sehen wir es schon. Tabellenführung verteidigt. Sie haben wieder gewonnen. Unglaublich, was die Jungs da abreißen. Doppelpack von Malik Tillmann zum 2:1 Erfolg. Also bei Carl Zeiss Jena, und das haben wir ja auch schon angekündigt, da nochmal der Hinweis, ich glaube, dann wird die Stimmung entsprechend gut sein im Mannschaftsbus. Wir werden in der Halbzeit der Partie der Bayern in Wolfsburg, also unserer Profis, dann rüberschalten zu Maxi Welzmüller in den Bus rein. Also wir versuchen es zumindest. Wir hoffen, dass die Internetverbindung entsprechend gut ist und dass das dann klappt. Und so ein bisschen was bereiten wir ja auch immer vor, auch wenn es in unserer Sendung ab und zu so wirkt, als würden wir springen von A nach B zu C und wieder zurück zu A. Aber so ist das nun mal. Wenn die Meinungen von euch dazu reinkommen, dann wollen wir uns die auch sofort abholen. Und dementsprechend haben wir ein bisschen was vorbereitet, und zwar zu Jerome Boateng, über den wir heute auch so ein bisschen sprechen wollen, weil er herausragend unterwegs ist, ja auch wie ja, fast alle bei den Bayern, aber Jerome Boateng schon auch auffällig gut. Und wenn wir bei Thomas Müller darüber gesprochen haben, dass er die Kurve bekommen hat und du gesagt hast, ja, du kannst dir vorstellen, es lag so ein bisschen an Hansi Flick, dann glaube ich, dass es bei Jerome Boateng vielleicht ganz, ganz ähnlich ist. Und deshalb wollen wir auch noch mal reinhören, was Jerome zu sagen hat zu Hansi Flick und auch zu dieser 8. Meisterschaft. Jeder Trainer ist anders. Ich glaube, Hansi ist sehr speziell und besonders. Sonst wäre auch nicht umsonst diese Serie und wäre ja so erfolgreich mit der Mannschaft. Er gibt uns extrem viel Vertrauen, jedem Einzelnen. Möchte aber auch und macht er auch, will jeden Einzelnen verbessern. Es gibt immer was zu verbessern. Er ist da sehr ja, akribisch, sage ich mal, und kann auch mal lauter werden, was normal ist. Aber ja, er gibt der Mannschaft einfach unglaublich viel Selbstbewusstsein und uns auch einen ganz klaren Plan. Das sieht man, glaube ich, in unserem Spiel, dass wir das verbessert haben. Und deswegen, die Mannschaft versucht es immer natürlich mit guten Leistungen zurückzuzahlen. Fühlt sich sehr besonders an, weil jeder Titel ist besonders auf seine eigene Art. Jede Saison schreibt seine eigene Geschichte und diese 8. Titel ist auch was Besonderes auf seine Art. Ich glaube, die Vorrunde, da hat man nicht gerechnet, dass wir am Ende jetzt 10 Punkte Vorsprung haben. Wir haben uns unglaublich gut zurückgekämpft als Mannschaft und eine unglaubliche Serie hingelegt. Und ich glaube, das sollte man auch hervorheben, weil es oft immer nur heißt, ja, es ist immer Bayern, es ist immer Bayern. Aber man sollte nicht vergessen, dass wir uns die Saison ja, nicht so einfach getan haben, gerade am Anfang, und uns unglaublich zurückgekämpft haben. Jerome Boateng also nochmal zu Hansi Flick und auch zur Meisterschaft. Jerome,
Magst du den? Was ist das für, wie findest du ihn als Typen? Ist das einer, der dich beeindruckt? Ja, ich glaube, das ist einer der bei Bayern, der am meisten am Football, also wie im Football aussieht. Ist auch ein Riesentyp. Der spricht auch so eine tiefe Stimme wie so ein amerikanischer Coach. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat er sich auch verdient jetzt, dass er hat auch viele Rückstöße gehabt. Dass er jetzt so eine gute Leistung hat und auch viele Vorlagen auch gemacht hat, schon zu wichtigen Toren geführt haben. Richtig, ja. Spielt auch sehr, sehr gute Bälle hinten raus. Ja, hat er sich verdient jetzt wieder den Platz, seinen Stammplatz. Und ich glaube, das macht er richtig gut. Ist das so von der Position her? Wir haben ja gesagt, dass wir da so ein bisschen versuchen, auch mal ab und zu einen Vergleich zu ziehen. Ist Innenverteidiger, ist das so das, was du gefühlt spielst beim Football? Oder bist du noch mehr vielleicht ein Sechser, oder wo kann man deine Position so einordnen? Also persönlich ist es schwer natürlich zu vergleichen. Ich würde mich selbst eher als Innenverteidiger sehen, dass ich in der Mitte bin, dass ich oftmals auch mal die Arbeiten machen muss, die keiner machen muss und auch mal, aber auch trotzdem mal gut und erfolgreich sein kann und meinen größten Teil zum Team beitragen kann. Ja, sehr, sehr wichtige Position, logisch, wie jede Position beim Fußball, aber eben auch beim Football. Aber auch Hansi Flick hat sich geäußert zu Jerome Boateng und auch zu Javi Martinez, also so ein bisschen zu diesen beiden Jungs, deren Verträge ja dann in der nächsten Saison auslaufen und zu deren Leistungsstand aktuell. Jerome zeigt in jedem Spiel, was für eine Qualität er hat. Er zeigt, dass er einfach eine sehr, sehr gute, ich sag mal, sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat. Und ich glaube, er gibt uns gemeinsam mit David, gerade im Zentrum in der Abwehr, einen sehr, sehr guten Rückhalt. Und bei Harvey ist es so, dass er, wenn er gesund ist und wenn er gefordert wird, einfach auch immer da ist. Und man kann sich auf dem Platz auch auf ihn verlassen. Und das sind natürlich Eigenschaften. Harvey ist ein enormer Kämpfer, ein enormer Fighter. Und man hat, Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt, als er reinkam, hat er natürlich auch ein oder zwei Aktionen. Ja, einfach war er da, wo es gebrannt hat. Und das sind so Dinge, die beim Harvey eigentlich sind, dass man, wenn er fit ist, dass man sich auf ihn verlassen kann. Ich glaube, wir hören so ein bisschen durch, dass Hansi Flick schon ganz gerne noch weiter auch mit diesen beiden Jungs arbeiten würde. Bei Jerome kommt ja dazu, dass er auch in der Persönlichkeit eine extrem starke Entwicklung gemacht hat. Er ist auch einer, der sich sehr gegen Rassismus engagiert, sich da auch immer sofort äußert, da eine sehr, sehr klare Meinung hat. David, wie ist es für dich? Erzähl mal so ein bisschen. Ich bin selber auch Sportler gewesen, lange nicht so gut wie ihr Jungs, aber für mich war ja in so einer Mannschaft das ja immer völlig normal, dass wir da völlig unterschiedliche Typen haben, die völlig unterschiedliche Ursprünge haben. Wie erlebst du es denn bei dir im Alltag, sowohl im Sport, aber vielleicht auch mal abseits des Sports, Rassismus, ist das ein Thema? Beim Sport eher weniger. Also beim Sport, da gab es ja in der Jugend, war das mal so eine Situation. Dann da wurde ich richtig gut und dann wurde ein Foul gepfiffen oder wurde vorgewiffen. Ich dachte, was ist denn da los? Und da kamen auch manchmal so Fanrufe oder so Affengeräusche von Fanrufen. Das hat mich schon ein bisschen mit Schneiden mit, wenn man es nicht so gut kennt. Aber ich bin ja hier in München auch gewachsen, da ist auch alles Mögliche. Im Team gibt es keine Hautfarben. Also ich glaube, das Team ist einer der neutralsten Flecken auf der Erde, auch jeder Mannschaftssport. Da gibt es, glaube ich, keine Hautfarben, aber im Alltag gibt es dann, wenn du in der U-Bahn sitzt, dass Leute aufstehen oder weg von dir sitzen oder nicht mit dir sitzen wollen oder irgendeinen blöden Kommentar oder irgendwas nuschen neben dir. Als Kind ist es dann echt schwer oder das zu verstehen, weil man das nie verstanden hat. Ich habe auch ganz viele schwarze oder weiße Freunde, denen ist es genauso egal. Ich war bei denen zum Essen, bei denen zu Weihnachten und alles Mögliche. Die waren bei mir schon und es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wenn man nicht so denkt, es ist schwer zu verstehen, warum Leute so denken. Es ist für mich auch schwer. Das ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich, für mich und für alle schwarzen oder nicht weiße Leute auf der Welt. Also es ist ja nicht nur irgendwie Deutschland oder Deutschland ist einer der wenigen Länder, wo es nicht so schlimm ist. Es ist eher ein Ausland oder in Amerika, wo es so richtig krass ist und glaube ich, wo es noch schwieriges Thema ist, aber das gibt es ja hier in Deutschland genauso und ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Vielleicht fehlt es noch ein paar, aber man muss verstehen, was es gibt und dass man gegen ankämpfen muss.
Absolut. Und wenn du es schon sagst, dass wir auf einem guten Weg sind, dann ist der Sport eben auch dafür da und auch die großen Stars und der FC Bayern zum Beispiel, der sich auch sehr, sehr engagiert gegen den Rassismus, jetzt auch wieder mit dieser aktuellen Kampagne mit Rot gegen Rassismus. Es ist unglaublich traurig, dass es dieses Thema immer noch gibt und dass wir das Thema immer noch besprechen müssen. Aber wir wollen eben auch Jerome Boateng gerne nochmal hören zu Thema Rassismus. Ich muss sagen, über die Jahre ist es weniger geworden jetzt natürlich. Mit den ganzen Themen ist es wieder mehr. Es gibt natürlich so Alltagsrassismus ab und zu, was ich auch mitbekomme indirekt, wenn ich es von Freunden oder Familie höre. Das ist natürlich nicht schön. Ich habe schon öfter gesagt, da muss man ganz klar gegensteuern. Die Menschen drumherum müssen ihre Stimme erheben, auch der Betroffene, wenn es geht. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Sehr, sehr wichtiges Thema, das wir auch in Zukunft immer wieder besprechen wollen, weil solange dieses Thema noch irgendwie besprochen werden muss, werden wir es definitiv tun. David, wir haben noch eine Frage an dich reinbekommen von Adin. Adin Wolk, der sagt erstmal vorneweg, ein toller Bursche. Wärst du, gefällt's ihm gut. Er würde gerne wissen, wie es bei dir zur Profikarriere gekommen ist und wie überhaupt diese Leidenschaft für Football entstanden ist. Ja, weil wir haben ja darüber gesprochen, du bist ein Münchner Junge. Die meisten wollen Fußball spielen. Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du irgendwann Footballer geworden bist und dann sogar den Sprung zum Profisportler geschafft hast? Das ist eine lange Geschichte. Also ich habe auch mal früher natürlich Fußball gespielt. Ich habe auch in der Jugend angefangen, habe da trainiert und also zum, oder nicht mal annähernd zu Profi hat es nicht gereicht, aber ich wurde auch irgendwann zu schwer und zu groß. Bin auch von Außenverteidiger. Da mal ganz kurz seine Maße, als ich die in der Vorbereitung gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber 1,95 ja. Und 150 Kilo? Oder, ja, 45 Kilo. Unfassbar. Also das, jetzt wissen wir auch, warum er vielleicht ein Tickchen zu schwer war für Football. Hier sind dann auch noch mal ein paar Fotos. Aber erzähl mal weiter. Ja, du bist dann, wie bist du zum Football gekommen? Durch einen Kumpel, mit dem ich auch ein Bayern-Fan und der Vater ist auch schon, ich glaube, der dritten Generation Bayern-Fan. Durch den sind wir auch irgendwie ein bisschen durch Bayern im Stadion gewesen. Und dann, der Sohn hat dann auch Fußball auch aufgehört, da haben wir dann Football entdeckt, wurde auch oft schon angesprochen, Fußball zu spielen. Und dann, Football ist auch, das hat sich dann irgendwie auch angefühlt wie Fußball. Man konnte es verbinden, jeder hat seine Aufgabe in den Bereichen und es ist quasi noch ein bisschen detaillierter und dann Technik, wenn es da eine nicht funktioniert, ist genau wie bei Fußball, wenn es eine in der Kette nicht funktioniert, dass alles zusammenbricht. Und das hat dann mich an Fußball ein bisschen erinnert und dadurch kam die Liebe. Und dann war ich relativ gut und im Football in Deutschland und dann wurde ich angesprochen, an einem Programm teilzunehmen für internationale Spieler, dass wir internationale Spieler Football spielen in der NFL und da wurde ich angesprochen, war dann am Programm, hat in Amerika letztes Jahr trainiert und hatte das Glück genommen zu werden. Ja, du warst hier in München bei den Cowboys, glaube ich. Ich glaube, fast genau. Alle sind bei den Rangers, gibt es auch noch, ne? Rangers gibt es auch noch, gibt's ja. Auch noch, aber bei den Cowboys hier gewesen und zuletzt dann in Deutschland bei Schwäbisch Hall genau. Gespielt, also in der GFL. Mhm. Ja, also da macht einer seinen Weg. Wir drücken ihm die Daumen, dass das dann noch so weitergeht, auch in den USA drüben. Also das war die Frage, die wir gerne beantwortet haben an dich. Ja, aber erzähl noch mal so ein bisschen, dieser Sprung in die USA, also wenn du diesen, ich weiß nicht, wie läuft sowas dann ab? Bekommt man einen Anruf, dass man nach drüben eingeladen wird? Oder ist es im Football so, dass man von sich aus die Initiative ergreift und da an irgendwelchen Camps teilnimmt? Jetzt muss ich ganz kurz abbrechen, weil wir haben das 2-0 für die Bayern in der 37. Spielminute. Habe ich den Angriff nicht gesehen, muss ich jetzt nochmal auf die Wiederholung drauf gucken. Aber es scheint mir, als wäre es Michael Cuisson gewesen. Ja, so ist es wohl. Ein Traumtor höre ich schon von unserem Mann aus der Regie und es ist ein Traumtor. Der hat ein richtig gutes Füßchen auch, Michael Cuisons, das zeigt er jetzt endlich mal. Das ist richtig gut. Also Abschluss mit links, das sind gute 20, 22 Meter und den zwirbelt er aber fantastisch ins Kreuz. Kann man mal so machen, oder? Ja, damit? Kann man mal so ein besseres Spiel machen. Ja, toller Treffer also von Michael Cuisson, sei auch ihm sehr, sehr gegönnt. Nachwuchsspieler bei uns auch immer ein großes Thema gewesen in den letzten Wochen hier in der Matchday-Sendung. Und deshalb jetzt auch nochmal die Frage an dich, so für einen jungen Kerl, egal in welchem Sport, aber jetzt beziehen wir es mal ein bisschen auf den Football. Wie viel Eigeninitiative musstest du bringen, dass das mit dem NFL-Traum klappen kann? Oder
nochmal die Frage, wird man da angerufen, meldet sich da jemand und sagt, hey, komm mal rüber, mach mal mit bei uns? Also wenn man als ganz junger Spieler ist, also so unter 16, dann musst du dementsprechend gut spielen und dann musst du auch deine Videos an den College schicken. Mittlerweile gibt es auch Programme und die NFL hat selbst auch so kleine Programme, wo du dort trainieren kannst. Zum Beispiel in London gibt es ein Programm, wo du dann als junger Fußballer oder junger Footballer dort trainieren kannst und durch Top-Coaches trainieren kannst, dass du aufs College gehen kannst. Aber sonst, wenn man es nicht, das ist dann eigentlich schon nah eigentlich zu unmöglich ohne so ein Programm, weil da sind so viele Großnamen und da sind welche gesetzt und dann muss ich da durchbeißen. Es ist nicht nur das Sportliche, auch wenn man sich verhält in der Öffentlichkeit und so weiter. Also auch im Football ein richtig harter Weg da ganz weit nach oben. Wir sprechen nachher nochmal weiter mit dir. Wir sprechen aber auch über den Nachwuchs beim FC Bayern. Das wollen wir dann in den kommenden Minuten und auch in der Halbzeit machen. Wie gesagt, wir haben die Schalte zu Maxi Welzmüller in den Bus rein, zu unseren Amateuren, wo ja ein Haufen ganz junger Kerle sitzt. Unter anderem dann ja auch der Doppeltorschütze Malik Tillmann. Mal schauen, vielleicht kriegen wir den auch nochmal irgendwie rein. Wenn das alles so funktioniert, wie wir es geplant haben. Aber davon gehen wir aktuell aus. Und jetzt wollen wir erstmal nochmal rübergehen für ein paar Minütchen. 39. Spielminute läuft in Wolfsburg. Die Bayern führen mit 2-0. Coman und Cuisance als Torschützen. Und jetzt nochmal Jens und Herbert vom Webradio für euch mit ein paar Eindrücken aus Wolfsburg. Auf Brooks, der nimmt den Ball mit der Brust an. Und dann kann Jerome Boateng klären. Und es gibt Eckball für die Wolfsburger. Habe ich mich verzählt oder ist es der Erste? Der Zweite. Der Zweite. Okay. Auf jeden Fall könnte auch Abseits gewesen sein. Ja, dann ist es nicht der. Also es war Abseits. War Abseits, wird aber nicht geahndet. Deshalb gibt es tatsächlich den zweiten Eckball für die Wölfe von der linken Seite. Arnolds wird ihn hereingeben und sieht natürlich Großversammlung um den Elfmeterpunkt. Da kommt der Ball auch in etwa hin, aber ein Roter kann klären. Ich glaube, Goretzka, nee, der Müller war es, der da per Kopf geklärt hat. Dann der Schussversuch aus der zweiten Reihe. Aber der geht völlig daneben, sowohl der Schuss als dann auch der Ball. Und Manuel Neuer hat jetzt zwei Bälle zur Auswahl, lässt sich Zeit, sucht sich den besseren in Anführungszeichen raus, indem er dann in den Ball in die ins Spiel wieder bringen wird. Das macht er nur, indem er ihn auf der linke Seite spielt. Und da setzen die Wölfe, die Bayern, unter Druck und kommen vielleicht über Steffen zur Chance. Und der will vorlegen auf Richost. Und der hat irgendwie nicht damit gerechnet. Ja, da hätte durchaus ein bisschen mehr anbrennen können. Jetzt pressen sie wieder sehr, sehr früh. Die Bayern am eigenen 16er werden sie angegriffen. Gerade wäre das fast ins Auge gegangen aus Sicht der Roten. Jetzt aber machen sie das sicher. Der Rückpass zum Keeper von Alaba zu Manuel Neuer. Und der schlägt ihn jetzt in Richtung Coman. Auf die linke Seite in etwa zur Mittellinie. Da geht ein Babu zu Boden, steht wieder auf und kann den Ball zu seinem Keeper zurückpassen, zu Kroon-Kastees. Der mit dem langen Ball auf die rechte Seite. Das macht er ganz, ganz geschickt, der Alfonso Davies, als würde er schon 100 Jahre da bei den Bayern oder in der Bundesliga ganz souverän spielen. Kocht er den Gegenspieler da ab. Also wirklich mit einer Erfahrung, wo hat er die sich denn geholt? Mit einer Frechheit, mit einer Schutzbe, mit einem super Auge macht er ganz, ganz toll, der Kanadier, der auch in diesem Spiel bislang sehr, sehr viel Spaß macht. Das kann man aber, glaube ich, von der ganzen Bayern-Mannschaft hier sagen. Die Bayern führen mit 2-0 und das, auch wenn die Wölfe durchaus ein, zwei ordentliche Chancen hatten, sicher nicht unverdient. Aus der eigenen Hälfte, Müller leitet sofort wieder Ball auf Coman. Coman ist draußen, eher am Ball als Castells, aber Castells macht sich groß, als Coman versucht aufs Tor, das leere Tor zu schießen und kommt dann aus dem halben Meter natürlich nicht an Castells vorbei. Aber die Bayern wieder, jetzt ein Missverständnis von Robert Lewandowski, der Coman schicken wollte. Da kommt der Franzose aber nicht mehr an den Ball und der landet dann direkt im Tor aus. Das war die nächste super herausgespielte Chance der Bayern. Castells hat da gut reagiert. Der Gnabry war es. Der Gnabry war es, genau. Der Serge, also. Ah, das hat auch das nicht ist, schlecht gemacht. Aber da waren doch die Hände. Da waren doch die Hände von Castells dann. Und das war außerhalb des Strafraums, ganz ehrlich. Es wird jetzt auch untersucht. Ja, weil eigentlich muss das eine rote Karte geben. Wenn wir jetzt nämlich so hingehen und ich glaube, es wird. Ich weiß nicht, ob er es untersucht. Also ich glaube nicht, dass er es macht. Doch, aber, aber es wird nicht untersucht. Also ganz klar, da war Castells, glaube ich, 5, 6, 7 Meter außerhalb des Strafraums. Und Gnabry hat zum Lupfer angesetzt. Und Castells, er hat den Ball zwar ins Gesicht gekriegt, aber er hat beide Hände noch dazu genommen. Und die waren
Also ich würde ja die Hand ins Feuer legen, dass die beiden da noch irgendwie dran waren. Also wir haben jetzt erst eine Wiederholung gesehen. Und eigentlich, also wenn man ganz streng hier nach den Regeln gibt, dann müsste er dafür die rote Karte kriegen. Absolut, absolut. Das sehe ich auch so. Deswegen wundert mich das. Es war, also den Reaktionen auf dem Platz vom Schiedsrichter folgend, war der Kontakt zu Köln da. Aber da hat man anscheinend entschieden, warum auch immer, vielleicht 34. Spieltag. Aber das kann natürlich nicht sein. Nein, es war dumm dahergeredet. Ich nehme das Ganze sofort zurück. Aber jetzt kommen nämlich die Wölfe. Und immer wieder wird da in der Mitte Wechhorst gesucht. Und einmal wurde er gefunden. Und das ist dann auch brandgefährlich geworden, als er den Volleyball vielleicht einen halben Meter am langen Pfosten vorbei gedroschen hat. Jetzt ein Pressschlag und das tut weh, das war keine Absicht. Dennoch natürlich sind die Schmerzen da. Gilavogi spielt den Ball und da ist auf der anderen Seite des Balls der linke Fuß, der linke Enkel, der linke... Sag mir das Fußgelenk. Fußgelenk, ja. Sprunggelenk, Fußgelenk. Von Alfonso Davies, der hat Schmerzen, aber kann weitermachen. Und die Bayern können weitermachen mit Ballbesitz. Cuisance, der Schütze des herrlichen Treffers zum 2:0, verteilt ihn jetzt nur in der eigenen Hälfte noch auf die linke Seite. Davies, Sprunggelenk, tut nicht mehr weh. Und er holt den Einwurf heraus gegen Renato Steffen. Eine Minute haben wir noch in der ersten Halbzeit, aber es gibt sicherlich ein bisschen was drauf, weil Schiedsrichter Ittrich ja auch die Mannschaften zu einer Wasserpause geschickt hatte. Und so ein, zwei Unterbrechungen gab es sicherlich auch noch. Wir sind gespannt, wie viel es oben drauf gibt. Aber die Bayern erstmal über die rechte Seite versuchen, sich da durchzusetzen. Boateng weit mit vorne, da ist er sicherlich 20, 30 Meter in der Hälfte der Wolfsburg. Jetzt trabt er wieder zurück, nachdem er gemerkt hatte, dass da gar nicht so viel Absicherung hinten war, sondern nur David Alaba. Und jetzt geht der Ball auch zurück zu Manuel Neuer und dem linken Innenverteidiger David Alaba. Und der spielt die dann quer zu Jerome Boateng. Jetzt schaut er hoch, wen kann er anspielen? Keiner frei, aktuell wieder quer. Jetzt Leon Goretzka, der den Ball da zwischen den beiden Innenverteidigern abholt. Wir hatten es eben schon kurz angesprochen, so wie es sonst eigentlich immer Kimmich macht, der heute mal eine Pause kriegt. Thomas Müller wieder toll den Ball zurückgeholt, aber Odriozola kann ihn da nicht richtig kontrollieren. Brooks dazwischen, zurückgelegt auf Kuhn Castells. Weit nach vorne, Weghorst kann den Ball schön festmachen, aber es ist tief in der eigenen Hälfte. Also da bringt es nichts, wenn der Mittelstürmer da 60 Meter vom Tor entfernt steht. Über die linke Seite Brekalo und wieder, wer hat aufgepasst, wer hat abgeräumt? Nicht, wenn Kimmich dabei ist, dann macht es eben Michael Cuisance. 2 Minuten, glaube ich, habe ich über die Außenmikrofone gehört. Wird es jetzt noch oben drauf geben. Die reguläre Spielzeit also vorbei. Über die linke Seite kommen die Bayern wieder mit Alfonso Davies. Der legt zurück zu David Alaba. Und der mit dem Seitenwechsel. Jetzt geht es nach halbrechts, dann rechts raus zu Odriozola, der diese fantastische Flanke geschlagen hat, die Robert Lewandowski fast genutzt hätte per Kopfball. Aber da war Castells noch dran. Da hätte das 2:0 schon fallen können. Und Odriozola, der hier wieder in der Startelf steht. Dankeschön von Hansi Flick für seine großartige Einstellung, die er während der ganzen Zeit, die er hier diese Saison verbracht hat, gegen gezeigt hat. Obwohl ihm klar war, dass er nur in Anführungszeichen Ersatz ist und nur Chancen für die Startelf hat, wenn einige andere ausfallen würden, was ja insgesamt Gott sei Dank natürlich nicht der Fall war. Jetzt wird ein bisschen gerangelt an der linken Außenbahn aus Sicht der Wölfe und sie bekommen den Einwurf. Ja. Brekalo auf Arnold, der versucht ganz schnell den Ball auf die rechte oder halbrechte Position zu bringen. Weiß natürlich, die 2 Minuten Nachspielzeit, die sind irgendwann auch mal vorbei. Und vielleicht kann man sich noch eine Chance herausarbeiten. Babu wieder, die Flanke auf den langen Pfosten und da wird ziemlich, der Ball landet im Tor. Aber das war Stürmerfoul von Wechhorst und der muss sich jetzt zusammenreißen, dass er da nicht wieder seinen Mund aufmacht. Ja, Ginczek war es. Ginczek war es, okay. Genau. Hat da aber ist viel zu heftig eingestiegen gegen Odriozola. Kann es nicht verstehen, diese Entscheidung. Werden wir sicher auch gleich nochmal in der Wiederholung sehen. Aber ich glaube, da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Abseits wäre es natürlich nicht gewesen. Er springt ihm da einen Rücken rein und geht da so ein bisschen Richtung Ball, aber hat den Ellbogen nach oben und springt ihm da
in den Rücken rein und berührt den Ball auch nicht. Es wäre ein Eigentor von Odriozola gewesen, der quasi in den Ball hineingeschubst wurde von Ginczek. Und er hätte es natürlich gerne gehabt. Jetzt Halbzeitpause. Auch für uns die Möglichkeit, ein bisschen durchzuschnaufen. Wir sind natürlich pünktlich zu den zweiten 45 Minuten wieder zurück. Und jetzt die Halbzeitpause. Dann wünschen wir euch auch noch Spaß bei der Matchday-Show. Viel Spaß, Simon. Viel Spaß, David. Und ja, wir sehen uns dann und hören uns wieder in der zweiten Halbzeit. Dankeschön an Jens Kober und an Herbert Steffe für die Eindrücke der ersten Halbzeit. Also 2-0 für unsere Profis in Wolfsburg. Sie haben einfach einen Lauf, aber das gilt auch für unsere Amateure, über die wir jetzt dann sprechen wollen. David ist weiter bei uns im Studio, David Bader. Und wir versuchen mal rüberzuschalten in Richtung unserer Amateure. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir dachten, er ist im Bus. Doch, er sitzt im Bus tatsächlich. Ja, da ist er, Maxi Welzmüller. Ja, ich schwenk mal kurz. Ja, cool, ja, dass das klappt. Sehr, sehr schön. Danke. Servus, live ja, aus dem Mannschaftsbus. Sehr cool. Ihr habt 2-1 gewonnen. Gib uns einen kurzen Abriss über das Spiel. Wir haben es nicht verfolgen können hier. Erzähl uns mal kurz, wie es gelaufen ist. Ja, es war das genau erwartet schwere Spiel, das wir hatten. Es war sehr, sehr heiß. Der Gegner hatte nichts mehr zu verlieren. Die sind ja, glaube ich, schon vor 2 Wochen abgestiegen. Wir haben zwar ein frühes Tor gemacht, waren dann aber in der ersten Halbzeit viel zu behäbig, haben es 1-1 bekommen und haben uns in der Kabine dann gesagt, dass wir uns nochmal richtig zusammenreißen müssen, wenn wir hier nochmal gewinnen wollen. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit zum Glück geschafft. Ich glaube, dass es nicht unsere beste Leistung war, aber so ein Spiel muss man einfach, oder wir wollten es einfach unbedingt gewinnen. Deswegen sind wir froh, dass wir mit 3 Punkten wegfahren, aber wir wissen, dass die Leistung jetzt nicht die beste war. Nichtsdestotrotz mal wieder Doppeltorschütze Malik Tillmann, einer von den jungen Kerlen da bei euch. Du bist ja jetzt schon, ja, ich will dich jetzt nicht als alten Hasen bezeichnen, aber du bist ja schon einer der erfahreneren Jungs. Wie unglaublich ist das, was die jungen Kerle da um dich rum abreißen? Auch gerade jetzt so ein Malik heute wieder. Der Derek Quinn möchte auch kurz Hallo sagen. Servus. Ja, Servus. Hi. Ja, also die ganzen Jungen, die dabei sind, sind ja teilweise noch B oder jüngerer Jahrgang A-Jugendspieler, dass die sich so nahtlos einfügen, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich glaube, das liegt aber auch an dem guten Gerüst oder dem guten Team. Das macht es für die Jungs sehr, sehr einfach. Dennoch muss man sagen, dass sie eine brutale Qualität mitbringen. Ich glaube, Malik hat jetzt in 6 Spielen 5 Tore geschossen als A-Jugendspieler. Und ja, hat man jetzt oft gelesen, dass wir wettbewerbsverzerrend spielen, dass wir viele von den Profis einsetzen. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann setzen wir auch viele Jugendspieler ein, die eben noch nie im Herrenbereich aktiv waren, die dann auch einfach perfekt funktionieren, so wie der Malik jetzt. Und das ist alles andere als selbstverständlich und spricht aber auch für die gute Arbeit am Campus in den letzten Jahren. Maxi, das ist immer ein großes Thema auch bei uns hier in der Matchday-Sendung. Wir merken auch, dass das die Fans immer wieder sehr, sehr beschäftigt. Wie groß ist denn deine Hoffnung, wenn du dich so umschaust, bei dir im Bus jetzt auch gerade aktuell, dass es einer oder mehrere hochschaffen zu den Profis dann in naher Zukunft? Ja, natürlich. Also man wünscht es oder man gönnt es jedem. Ich glaube auch, dass dieses Jahr einige von unserer Mannschaft Einsätze bekommen haben. Da muss man auch dem Trainer oben, dem Hansi Flick, ein großes Danke aussprechen, weil es dann auf uns zurückfällt, wenn es von unserer Mannschaft einer schafft, oben im Bundesliga-Einsatz zu bekommen und dann unsere Mannschaft doch irgendwie einen kleinen Teil dazu leistet, dass diese Jungs Bundesligaspieler werden. Und wenn es dann jemand beim FC Bayern wirklich mal konstant schafft, so wie ein Thomas Müller oder ja, David Alaba, ist man einfach stolz, wenn man selbst mit ihm zusammengespielt hat, den Weg verfolgt hat. Und wenn der dann irgendwann das Bayern-Trikot in der Bundesliga trägt, dann spricht das, glaube ich, für die ganze Mannschaft und natürlich auch für den Einzelnen, der es dann geschafft hat. Erzähl mal noch ein bisschen vom Derby unter der Woche. Das war ja auch ein sehr, sehr wichtiges Fußballspiel. Ihr seid auf Platz 1 aktuell. Ihr schlagt alles. Aber ich glaube, so ein Derby zu gewinnen war dann schon nochmal wichtig und besonders, auch wenn diesmal keine Zuschauer dabei waren. Ja, leider, weil es unser Heimspiel gewesen wäre. Wir konnten mit dem Derby auch die historische Marke vom Hermann Gerland knacken. Ich glaube, es war auch wichtig, das Derby zu gewinnen, weil wenn wir das Derby verloren hätten, hätte es die Saison, die bisher wirklich überragend ist, schon ein bisschen getrübt. Deswegen war das ein perfektes Spiel mit einem Sieg, egal wie der dann zustande gekommen ist. Ich denke, dass wir uns in der ersten Halbzeit auch gegen 60 sehr schwer getan haben. Aber im Endeffekt wollten wir einfach nur das Derby gewinnen für die Fans, für den Verein. Natürlich auch für den Punktrekord und bisher ist die Saison wirklich einzigartig und überragend und jetzt haben wir noch 2 Spiele und ich hoffe, dass wir in genau einer Woche immer noch auf demselben Platz stehen, wo wir jetzt aktuell stehen.
Also das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Ist das das Saisonziel, das man jetzt noch haben kann? Also kann man es jetzt endlich aussprechen? Hören wir es jetzt auch von euch, dass ihr diese Meisterschaft dann jetzt schon auch einfahren wollt, 2 Spieltage vor Schluss? Ja, ich glaube, jeder, der hier im Bus gleich mitfährt, noch stehen wir, der will jetzt den Tabellenplatz nicht mehr hergeben, wenn man jetzt am 36. Spieltag erster Platz ist. Der Torben Hoffmann hat gerade gewunken, er will ihn auch nicht mehr hergeben. Der hat uns heute nochmal im Spiel gehalten. Wir müssen, also ich glaube, das muss man nicht aussprechen. Im FC Bayern ist die Messlatte sowieso immer sehr, sehr hoch. Wenn man jetzt 2 Spieltage vor Schluss Erster ist, dann will man am Ende auch Erster bleiben. Und das ist jetzt schon unser Ziel, unser ganz klares Ziel. Wunderbar, dann sagen wir danke, danke Maxi Welzmüller. Wir drücken euch die Daumen, wir wünschen euch eine gute Fahrt nach Hause. Vielleicht kannst du noch mal kurz durchschwenken durch den Bus bei euch. Ja, ich wünsche dir Torben Hoffmann, guten Appetit, und Maxi Zeiser. Die stärken sich gerade. Da gibt es ein bisschen was zu essen. Der Bus ist noch relativ leer. Ja, was gibt's denn, Zeisi? Schupfnudeln mit Pute und Gemüse gibt's. Und ein paar sind noch in der Kabine, da kommt der Trainer gerade, der genießt auch sein Essen. Vielleicht sieht man es hier draußen. Sehr schön, der ist am kommenden Mittwoch übrigens bei uns im 1:1-Talk zu Gast bei FC Bayern TV Live. Maxi, hast du noch eine Frage an den Trainer, eine Frage, die ich ihm stellen kann? Irgendwas vielleicht ein bisschen Hinterlistiges, irgendwas, womit er nicht rechnet? Ja, wir haben lustigerweise, hat der Nico Feldern einen alten Mitspieler gefragt, den Kai Hesse, wie denn unser Trainer so als Spieler war. Und der Kai Hesse hat eine lustige Antwort dem Nico geschrieben. Es wäre ganz cool, wenn du darauf eingehen könntest und nochmal die Frage stellen würdest, wenn ich jetzt andere Spieler von früher mal beschreiben müssten, so zum Beispiel einen Kai Hesse, wie würde er dich als Spieler beschreiben? Ich glaube, er muss ja schmunzeln. Ich glaube, weil er die Antwort ziemlich lustig findet. Die Frage wäre sehr, 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 sehr lustig, glaube ich. Das mache ich sehr gerne und dann schickst du uns einfach mal die Antwort durch, die Kai Hesse gegeben hat, dass wir wissen, in welche Richtung das geht. Die schicke ich dir dann per WhatsApp jetzt durch, damit du vorbereitet bist. Sehr gerne. Danke dir, Maxi Welzmüller, für die Eindrücke aus dem Bus. Nochmal Glückwunsch an euch und wir drücken euch die Daumen, dass es dann auch noch klappt mit dem Titel in Liga 3 am Ende. Wer hätte das gedacht? Unfassbar, Jungs. Glückwunsch. So, vielen, vielen Dank und gute zweite Halbzeit jetzt bei den Profis. Danke euch. Ja, ich glaube, das kriegen die auch hin. Die sind auf einem ganz guten Weg. Gute Fahrt. Macht's gut und bis bald. Dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao. David, bist du auch einer, der die Amateure auch ein bisschen verfolgt? Oder? Ja, also seit nicht ganz so lange, aber seit ein paar Jahren verfolge ich auch die Amateure. Sind dann echt auch richtig cool, dann die Namen, die ganzen Jungs dann in der ersten Mannschaft zu sehen. Und so wie Zirze, der sogar so Erfolg sehr erfolgreich dann war. Es ist echt schön, immer auch die jungen Spieler zu sehen und natürlich das Derby letzte Woche habe ich auch angeschaut. Es ist auch sehr erfreulich, dass FC Bayern 2 gegen 60 gewinnt. Also auf jeden Fall ist es echt schön. Ja, das ist für so einen Münchner Jungen schon nochmal was Besonderes. Es ist einfach was Besonderes. Warum bist du Bayern-Fan geworden? Ich will es nicht, also für die meisten ist es relativ logisch, warum man Bayern-Fan wird. Aber trotzdem, in München hat man ja immer die Wahl. Aber Blau kam für dich nie in Frage? Nee, also wir sind auch in der Familie sehr gesplittet. Ein paar sind 60 und ein paar. Und es ist auch. Ist auch jetzt verboten, sobald das Essen da ist, über Fußball zu reden. Okay. Aber geht's da doch so heiß her, oder wie? Ja, also es wird schon heiß und dann wird auch irgendwann wieder persönlich, weil es dann irgendwann auch Argumente ausgehen. Aber das ist echt schön. Als Bayern-Fan, das ist, ich weiß nicht, warum irgendwie jetzt. Irgendwie hat sich Bayern von Anfang an schon. Ja, das ist ja immer so eine Herzensentscheidung. Ja, genau. Ne? Das macht man ja gar nicht so wirklich bewusst. Ja. Das passiert einfach und dann bleibt man es auch sein ganzes Leben lang. Ja. Gerne auch nochmal Fragen von euch, auch nochmal gerne an David. Er bleibt noch ein bisschen hier, aber er muss sich dann ein Tickchen früher verabschieden, weil er auch noch einen weiteren Termin hat. Und wir haben jetzt ja mit Maxi über die Nachwuchsspieler gesprochen. Du hast es auch gerade angesprochen, David hat es angesprochen, dass da ja ein paar Jungs den Sprung nach oben geschafft haben. Zirkzee hast du genannt. Wir wollen mal draufblicken, wer das denn so alles war in dieser Saison bei den Bayern. Hoffe ich zumindest. Joshua Zirkzee, das gibt's doch gar nicht! Joshua Zirkzee ist die größte Überraschung im Nachwuchsbereich bei den Bayern. Ende der Hinrunde avancierte der Stürmer zum Matchwinner gegen Freiburg und Wolfsburg. Insgesamt kommt er auf 4 Tore in seinen ersten 9 Bundesliga-Partien, stand sogar 3-mal in der Startelf. Joshua ist ein Spieler, der hat
Ja, eine gute Größe für einen Stürmer, ist trotzdem aber noch beweglich und auch technisch sehr, sehr gut. Hat einen guten Abschluss. Neben Zirkzee stand auch unser Offensivtalent Oliver Battista Meyer mehrfach im Kader der Münchner. Sechsmal vergeblich auf einen Einsatz gewartet, war es am 30. Mai beim 5:0 gegen Düsseldorf soweit. Seine ersten 12 Profiminuten für den deutschen Rekordmeister. Er stand schon für den VfB Stuttgart im Dezember 2018 zweimal in der Bundesliga auf dem Platz. Nach seinem Wechsel zu den Bayern konnte Leon Dayaku jetzt auch bei den Münchnern Profiluft schnuppern. Gegen Wolfsburg und Hertha sammelte der 19-Jährige insgesamt 11 Bundesliga-Minuten für den FC Bayern. Bei den Amateuren sorgte er in dieser Saison mit diesem Traumtor für den wohl spektakulärsten Treffer in der dritten Liga. Auch Sabret Singh überzeugte in dieser Saison bei den Amateuren in der dritten Liga. Die Folge, sein Profidebüt für die Bayern im Dezember 2019 gegen Bremen. 6 Monate später steht der Neuseeländer im letzten Heimspiel der Saison gegen Freiburg sogar in der Startelf. Und gegen Freiburg setzt Hansi Flick 2 weitere Newcomer ein. Der 20-jährige Chris Richards und der erst 17-jährige Jamal Musiala. Beide mit ihren ersten Minuten in der Bundesliga. Ihr habt das gut gemacht, muss ich sagen. Wir haben 3-1 gewonnen und wenn man das erste Spiel gewinnt, ist das immer eine wichtige Voraussetzung, um bei Bayern München auch Karriere zu machen. Das sind sie also, die 6 Jugendspieler, die in dieser Saison nicht nur ihr Profidebüt für die Bayern feierten, sondern sich auch Deutscher Meister 2020 nennen dürfen. Also da tut sich doch ein bisschen was beim FC Bayern, auch beim Nachwuchs. Uns rücken immer mehr Jungs nach oben. Da habe ich das vorhin auch schon gesagt, Hansi Flick, auch ein Trainer, der solche Kerle integriert. Erzähl mal nochmal selber aus deiner Sicht als Profisportler, wenn man diesen Schritt nach oben macht, dann in den Herrenbereich. Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Was braucht man da in der Hauptsache? Ist es der physische Sprung, also das Körperliche, oder ist es auch vom Kopf her? Was muss man mitbringen, dass man da direkt ankommt? Ja, ich glaube, das Schwerste, also körperlich, glaube ich, kommt nach der Zeit. Das ist eher das Physische, dass du viel Geduld hast. Aber wenn du dann da bist, dann musst du halt wirklich 100% geben und dem Trainer zeigen, dass er dir nicht umsonst Vertrauen gegeben hat oder dass er Vertrauen nicht bereut. Und ich glaube, Hansi Flick ist genau der Perfekte, der vertraut den jungen Spielern und die dürfen sogar von Anfang an spielen. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance für die jungen Spieler. Wie ist das im Football? Im Fußball hört man ja so ab und zu, oder man hat es auch vielleicht mal selber erlebt, dass wenn man da oben hinkommt, dass man da auch erstmal ja, auch mal ein bisschen was mitbekommt. Zum einen physisch, aber zum anderen natürlich auch den einen oder anderen Spruch bekommt. Ja. Wenn man ein junger Kerl ist, ist das im Football ähnlich oder gibt es da? Football ist, heißt es, wenn man quasi sein erstes Jahr bei den Profis oder heißt es Rookie. Aber es sind auch ganz komische Sachen. Da gibt es natürlich vom Verein zu Verein verschiedene Traditionen. Auch in Deutschland gibt es dann verschiedene Traditionen, wo du da am Schluss quasi dein letztes Spiel hast, also nach der letzte Spiel in der Saison bei den Herren, das erste Jahr, dass du dann komische Sachen machen musst und einfach lustige Sachen musst, um die Veteranen, also die älter erfahrenen Spieler dann zu belustigen und bist halt quasi der Pausenclown und musst halt rumbluddeln. Würdest du logischerweise ganz gerne tun am Ende der kommenden Football-Saison bei den Redskins. Das muss das Ziel sein, ne? Zum Clown zu machen in der kommenden Saison. Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. David, ich glaube, dann würden wir dich so langsam verabschieden. Du hast gesagt, du musst noch ein bisschen weiter. Logischerweise wollen wir dich nicht verabschieden, ohne dir entsprechendes Equipment mit auf den Weg zu geben, auch in die USA rüber, weil auch da kennt man den FC Bayern ja mittlerweile. Und da dieses Trikot mir nicht wirklich passt, ja, kann David das sehr, sehr gerne haben. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Ja, danke dir, David. Wir machen das hier Corona-konform so. Oder eigentlich hätten wir das ja sogar so machen sollen. Aber vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir können es gerne noch mal kurz hinsetzen, weil wir dann gleich noch mal rübergeben zu unseren Jungs vom Webradio, die zeitnah wieder bereit sein sollten. David, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr coole Eindrücke von dir, auch von Football. Ganz, ganz viel Erfolg da drüben. Wir hoffen, dass wir dich ehrlich gesagt nicht so schnell wiedersehen. Ne? Wir hoffen natürlich, dass du eine ganze Weile da drüben bleibst und wir dich dann in der NFL sehen können. Mhm, vielen Dank. Alles Gute dafür. Danke, dass du da warst. Und damit dann eben rüber zu unseren Jungs vom Webradio, die uns dann die ersten Eindrücke vermitteln werden von Halbzeit 2 in Wolfsburg. Die Bayern führen weiterhin mit 2:0 durch die Tore von Coman und von Cuisance. Und die Jungs sind bereit. Jens Kober und Herbert Steffe. Heute wird die Schale übergeben und die Bayern, sie führen 2:0. Es waren
schönes Spiel, muss man sagen, dazu. Es war abwechslungsreich. Die Wolfsburger am Anfang sehr aggressiv draufgegangen. Und dann die Bayern mit dem ersten Konter, mit dem 1:0 durch Kingsley Coman in der vierten Minute. Thomas Müller zweimal toll vorbereitet. Erster Pass kam mit der Hacke. Der zweite dann der Steilpass auf Coman, der dann von halbrechter Position ins lange Eck reingeschoben hat. Und das 2:0 nicht weniger schön. Es war Michael Cuisance, der Franzose, der da aus halbrechter Position den Ball in bester, ich sage jetzt einfach mal, Arjen-Robben-Manier mit links oben ins linke Kreuzeck reingezimmert hat. Beides mal keine Chance für Cohn-Castells. Die beiden Mannschaften, sie stehen unten schon bereit. Der Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich. Der lässt sich hier noch ein bisschen Zeit. Da gibt es einen festen Ablaufplan. Auch er bekommt ein Zeichen, wann es hier wieder losgehen kann. Der Anstoß werden die Bayern haben, die von der Haupttribüne aus links nach rechts spielen. Und jetzt geht es los, die zweiten 45 Minuten. Anstoß für die Bayern. Auf den ersten Blick, wir schauen mal drauf. Bei den Bayern zumindest, glaube ich, hat es keine personellen Veränderungen gegeben. Wie gesagt, vor der Partie hatte Hansi Flick ja 6-mal gewechselt. Und unter anderem die Dauerläufer Pavard und Kimmich hatte ihnen mal eine Pause gegeben. Die 43 und 44 Pflichtspiele für die Bayern in dieser Saison schon in den Beinen haben. Jetzt geht's wieder los. Der Ball zirkuliert durch die Abwehr. Jetzt der lange Ball nach vorne von David Alaba. Aber Thomas Müller rutscht da etwas aus. Im Mittelfeld jetzt aber die Balleroberung durch Goretzka. Toll wieder von Cuisance den Ball behauptet. Und dann kriegt er eine mit. Und es gibt Freistoß für die Bayern. Und ich glaube, Gila Wogi wird jetzt hier zu Ittrich gerufen. So ist es. Der Kapitän der Wolfsburger hier sich entschuldigt auch bei Cuisance. Da hat er ihn unten noch erwischt. Der Ball war schon weg. Der Pass schon gespielt von Cuisance. Und dann Gila Wogi noch mal hingelangt und hat ihn dann auf den, ich glaube, er ist ihm auf den Fuß getreten und hat dann noch das Sprunggelenk erwischt. Und es gibt Freistoß für die Bayern. Der ist schon ausgeführt worden. Und jetzt wieder Leon Goretzka, der heute in der Kimmich-Rolle immer wieder den Spielaufbau aus der Zentrale der Abwehr einleitet. Und die Wolfsburger wieder kurz angedeutet mit dem Pressing. Das haben sie öfter mal gemacht in der ersten Halbzeit, aber jetzt ziehen sie sich wieder nach hinten zurück. Da David Alaba den Ball führt, genau in der Mittellinie. Und jetzt langer Ball in Richtung 16er. Robert Lewandowski versucht da per Kopf zu verlängern oder wartet auf den Ball. Jetzt gibt es das Foul von Cuisance an Brooks. Und das hat der Schiedsrichter gesehen und geahndet. Und es gibt Freistoß für den VfL Wolfsburg. Die Entschuldigung nochmal von Cuisance bei dem Spieler, den er bei Brooks, den er gerade gefoult hat. Und dann wird es den Freistoß geben. Kurz noch unterbrochen bzw. nicht freigegeben. Krajic wird den Freistoß ausführen. 10 Meter knapp in der eigenen Hälfte noch. Halbrechte Position. Dann geht es auf die halblinke Position zu Arnold. Der versucht da auf der linken Seite Roussillon anzuspielen. Aber der Ball rutscht ihm, dem Arnold, über den Schlappen, sodass der direkt im Seitenaus landet. Odriozola mit dem Einwurf für den FC Bayern München. Der Mann, der hier nochmal beweisen kann, dass er eigentlich schon das Zeug hat, auch beim FC Bayern München in der Startelf zu stehen, macht ein ordentliches Spiel bisher. Riesenflanke auf Robert Lewandowski geschlagen. Das hätte eigentlich das 2:0 sein, ja, darf man fast sagen müssen. Und auch hinten steht er bislang gut. Jetzt aber aufgepasst, jetzt müssen die Bayern generell hinten gut stehen. Wieder geht da Cuisance dazwischen, etwas ungestüm gegen Weghorst von hinten. Er versucht den Ball zu spielen, spielt aber den Gegner und deshalb nicht ungefährlich, gibt Freistoß für die Wölfe. Das ist sehr zentral und die Entfernungen sind vielleicht 25 Meter. Schauen wir mal. Also eher was für einen Rechtsfuß. Arnold steht zwar da, der Linksfuß, man kann das sicher auch mit links spielen. Wird noch besprochen, Brekalo steht da und auch Roussillon, der Franzose. Und Manuel Neuer stellt die Mauer ganz genau. Und da stellt er 1, 2, 3, 4, 5 Rote aneinander. Dann kommen zwei Grüne und dann kommt der Serge Gnabry noch als sechster Roter dazu. Und jetzt wird der Ball genau hingelegt. Maxi Arnold legt ihn sich hin, wird er vielleicht kurz angestupst von Brekalo. Schauen wir mal, jetzt ist er freigegeben. Brekalo geht 2 Meter zurück. Arnold läuft an, macht es auch direkt und ja, das sah gefährlich aus. Und andere Torhüter, die fliegen dann vielleicht da und dann sagt man, tolle Parade. Der Manuel macht halt einfach einen Schritt nach links und hat den Ball ganz, ganz sicher. Also keine Gefahr, zumindest nicht, wenn im Tor ein Manuel Neuer steht. Schlecht war er nicht geschossen, aber wirklich gut. Wie gesagt, keine Gefahr war es auch nicht. Aber die Wölfe wieder im Ballbesitz. Maxi Arnold im Anstoßkreis auf die halblinke Position. Sion wieder
noch in der eigenen Hälfte. Arnold Roussillon, dann geht es in die Hälfte des FC Bayern München. Aber da ist wieder Cuisance, der mir wirklich ausgezeichnet gefällt. Und der diesen Konter über Goretzka einleitet. Goretzka auf die linke Seite raus. Am 16er ist da Kingsley Coman. Der setzt sich durch, versucht es dann direkt. Und die Möglichkeit für Gnabry. Ja, ich glaube, da war noch einer dazwischen, oder? Eigentlich das leere Tor. Und da hat er den nicht getroffen. Riesenchance, nachdem die Wolfsburger da diese Hereingabe, diesen Schuss nicht sauber verteidigen können. Ja. Nee, den trifft er einfach nicht sauber. Da war das ganze Tor frei für Serge Gnabry. Und dann versucht er ihn, ich glaube, er hat versucht, ihn noch ein bisschen zu zielen. Und wollte ihn dann rechts oben ins Kreuzeck reinlegen. Und dann ist er wirklich am Pfosten vorbeigestriffen. Und da wäre es fast so weit gewesen in der 50. Minute mit dem 3:0 für die Bayern. Also wie gesagt, die spielen ja auch ein bisschen für die Statistik. Aktuell stehen sie bei 98 Toren in dieser Saison, genauso viel wie in der Trippelsaison. Der Rekord, den sie aber vereinsintern haben, der ist aus dem Jahr 71-72. Und da gibt es 101 Tore, die die Bayern erzielt haben. Also der wäre noch offen. Jetzt hätte hier gerne Gnabry ein Foulspiel gehabt. Zu Recht. Ja, da ist er in der Luft angegangen worden von Gilavogui. Und da gab es auch ein bisschen noch bei eine Nachfrage einiger Mitspieler, würde ich mal sagen, bei Schiedsrichter Ittrich, die da nicht einverstanden waren mit dieser Entscheidung. Also Gnabry da ganz klar in der Luft gestört worden von Gilavogui. Aber das Spiel läuft weiter und der Franzose im Vorwärtsgang für die Wolfsburger, die zurücklegen auf Arnold. Arnold versucht da den Seitenwechsel, aber Coman mit dem Kopf dazwischen und dann rauschen zwei Wolfsburger gegeneinander. Es ist wieder Gilavogui gewesen und Renato Steffen. Einwurf gibt es für die Wölfe auf der rechten Seite durch den Babu. Er kurz auf Steffen, der Schweizer, die beiden Schweizer, muss man sagen, Babu und Renato Steffen. Dann geht es wieder zurück über den Amerikaner John Brooks, der auf die linke Seite rausspielt zu Rossignol. Rossignol dann zentral. Thomas Müller wäre da fast an den Ball gewesen. Aber jetzt die Bayern etwas hinten drin stehend, verteidigend. Und die Wolfsburger müssen das Spiel jetzt machen. Und das sieht noch nicht so wirklich nach gutem Spielaufbau aus. Jetzt schön gespielt über die rechte Seite. Und jetzt die Flanke in die Mitte, aber über die beiden Mittelstürmer hinweg. Auf die linke Seite zu Brekalo. Der kriegt den Ball gegen Odriozola. Geht in den Strafraum. Lucy Brekalo und legt ihn dann zurück auf Roussillon. Zentral auf Maxi Arnold, 25 Meter vor dem Tor. Legt den Ball nochmal quer und dann Foulspiel von Leon Goretzka gepfiffen. Und das gibt gleich hinterher die nächste richtig gute Freistoßchance für die Bayern. Da war es Leon Goretzka. Und das war, glaube ich, kein Foul. Niemals. Niemals. Da hat Maxi Arnold gesehen, dass er den Ball nicht mehr richtig anbringt. Goretzka ist da eigentlich vorbeigelaufen an ihm und dann ist Arnold gefallen, weil er, glaube ich, auch wusste, dass das eine richtig, richtig gute Freistoßchance wird, die er jetzt kriegt. Zentrale Position leicht nach rechts verschoben und ich glaube, das wird das gleiche Personal sein wie eben, sprich Brekalo und Arnold. Und dann wechseln wir auch zum gleichen Personal wie eben. Generell eher die Situation für einen Linksfuß. Mal schauen, ob sie es jetzt wechseln. Das ist also einen Meter rechts von der Mittelachse, würde ich mal sagen. Die Entfernung ist etwa die gleiche, 25 Meter. Die Mauerstärke, da ist jetzt ein Grüner mehr in der Mauer, der das Schussfeld bzw. die Sicht für den Torwart soll diese Mauer erschweren. Arnold macht's und bleibt dieses Mal mit dem Schuss in der Mauer hängen. Und dann ist es der Rechtsverteidiger der Bayern, der da klären kann. Davis mit dem Pass zurück zu Jerome Boateng, der in Richtung Mittellinie. Gnabry legt per Kopf auf, Odriozola. Das dauert ein bisschen zu lange, aber er holt den Einwurf heraus, der Spanier, und lässt sich jetzt Zeit. Und die Zeit, dass seine Leute alle mit aufrücken. Dann der Einwurf doch ausgeführt. Lewandowski zurück zu Odriozola. Odriozola tunnelt da den Gegenspieler, aber Gnabry läuft mit dem Ball, nachdem er sich hat tunneln lassen und kann dazwischen gehen. Jetzt aber Maxi Arnold, der sprintet bis zur Mittellinie mit dem Ball, spielt auf die linke Seite zu Brekalo, der hat ihn noch. Brekalo gegen Jerome Boateng, die zieht in die Mitte. Brekalo holt den
Eckball heraus für seine Mannschaft. Also es ist weiterhin ein sehr, sehr flottes, unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Und dazu tragen natürlich beide Mannschaften bei, auch die Wolfsburger. Die haben sich hier noch nicht geschlagen gegeben, haben ja eine sehr, sehr gute Bilanz, was 34. Spieltage zu Hause angeht. Ich glaube, da haben sie 6 Mal in Folge mindestens gewonnen. Wie dem auch sei, hier liegen sie 0-2 hinten und deshalb versuchen sie Druck zu machen, vielleicht auch über diesen. Schönen Dank an unsere Jungs vom Webradio. Also mittlerweile bin ich alleine hier im Studio und nichtsdestotrotz, ihr könnt gerne weiter Fragen reinsenden, die wir versuchen werden zu beantworten. Auch an Matthias Luttenberger, unseren E-Sports-Coach hier bei den Bayern. Also gerne, wenn ihr da auch noch die ein oder andere Frage habt, werden wir für euch bearbeiten. Jetzt schaue ich mal so ein bisschen drüber. Also es kam noch die Frage rein, ob wir denn glauben, dass die Bayern das Triple holen von Soria Crafter zum Beispiel oder von Leon Luten. Das geht in eine ähnliche Richtung, ob die Bayern die Champions League holen werden. Also darüber spreche ich dann gleich gerne auch mit Matthias, der sich ja, wie gesagt, haben wir ja vorhin auch schon erlebt, sehr, sehr gut auch mit dem wahren, mit dem echten, dem realen Fußball auskennt. Aber wir wollen auch mal nachhören bei Hansi Flick, wie er denn so die Aussichten sieht, beziehungsweise wie er das sieht, was da jetzt noch kommt und wie er die Jungs darauf auch einstimmen wird auf Pokalfinale, Pause und dann eben Champions League Endturnier. Hoffentlich, wenn es dann klappt mit dem Weiterkommen gegen Chelsea. Also wir sind in keinster Weise Runde gefahren. Wir waren direkt beim ersten, ich sag mal, nach dem Spiel gegen Union haben wir montags oder dienstags direkt ich kann es nochmal sagen, mit dem Cybertraining angefangen. Und die Mannschaft, muss ich wirklich sagen, ein Riesenkompliment, die hat von Anfang an auch mitgezogen. Auch wenn vielleicht der ein oder andere am Anfang gedacht hat, was machen wir jetzt für Dinge. Ja, war es, glaube ich, auch ein wichtiger Mosaikstein für das, dass wir jetzt aktuell auch in dieser Form auch die Spiele bestreiten können. Und wir haben jetzt noch eine Woche, also wir haben das Spiel jetzt gegen Wolfsburg, und dann noch eine Woche das Pokalfinale in Berlin gegen Leverkusen und dann hat die Mannschaft auch letztendlich verdient, auch mal abzuschalten, mal 12 Tage mal nichts zu machen. Sie werden der ein oder andere, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, du bist da ähnlich so, dass du sagst, okay, jetzt lege ich mal 12 Tage die Füße hoch, die Beine hoch, sondern da wird der ein oder andere schon auch was machen und das ist auch gut so. Und wir haben dann etwa 3 Wochen noch Zeit, die Mannschaft auf die Champions League Phase dann auch vorzubereiten. Das ist unserer Meinung nach Trainerteam wirklich auch so, dass das absolut ausreichend ist. Und deswegen freue ich mich erst einmal natürlich, dass die Mannschaft auch ein bisschen durchatmen können, dass sie abschalten können, was auch wichtig ist. Aber dann geht natürlich ganz klar, wenn wir uns wieder treffen, ist der Fokus Champions League auf das nächste Ziel gerichtet, ja. Heute war das Ziel, einen weiteren Sieg einzufahren und dann auch passend dazu, Jan FCB hat gefragt, ja, was glauben wir denn, wie viele Siege in Serie werden es denn für die Bayern? Im Moment sind es ja 15, es sieht nach dem 16. aus und das ist halt einmal mehr beeindruckend, dass die Bayern auch dieses Spiel wieder gewinnen, wenn wir auf die anderen Ergebnisse blicken. Wenn man dann zum Beispiel sieht, dass es bei einem BVB 0-4 steht gegen Hoffenheim, also BVB, für die es auch um nichts mehr geht, dann ist das umso beeindruckender, was die Bayern da abreißen und dass sie diese Spiele ein ums andere Mal gewinnen. Und da haben wir auch was von Jerome Boateng vorbereitet, der so ein bisschen versucht zu erklären, wie das klappt mit der Motivation, wie man die hochhält, obwohl man einen Titel nach dem anderen holt. Ja, einfach immer das höchstmögliche Ziel zu erreichen, das treibt einen an. Gerade wenn man einmal einen Titel gewinnt, dann möchte man mehr und mehr und mehr. Man möchte mit der Mannschaft höher, weiter. Und wie gesagt, im Fußball hat man leider nicht für immer. Und da sollte man jedes Jahr, jede Saison versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und das versuche ich für mich persönlich auch, dass ich sagen kann nach der Saison, das war zu wenig, da geht mehr, das weißt du, oder das war wirklich vielleicht gut mal die Saison oder besser, was war dein Beitrag zu der Meisterschaft oder zu der Saison allgemein? Soweit also Jerome Boateng zu der Sache, wie man sich hinterfragt und dann weitermacht, sich neu motiviert. Das ist ganz sicherlich auch ein Thema für unseren E-Sports-Coach, für Matthias Luttenberger, den ich jetzt gerne nochmal begrüßen möchte. Matthias, servus, schön, dass du nochmal da bist. Servus. Du hast den O-Ton von Jerome Boateng vielleicht gerade gehört. Es ging so ein bisschen eben um das Thema Motivation. Wie ist das bei euch im E-Sports-Bereich? Also wie sehr bist du da als Coach auch gefordert, deine Jungs zu motivieren? Oder kommt das alles von alleine? Ist das anders als bei jeder anderen Sportart? Wie darf man sich das vorstellen?
Es hat schon viele Parallelen jetzt zum echten Sport. Wir hatten ein Erlebnis, speziell am zweiten Spieltag. Wir haben den ersten Spieltag nur einen von 6 möglichen Punkten geholt gegen Manchester United. Für den Zuseher, wir spielen gleich eine Hin- und Rückrunde und man kann 6 Punkte pro Spieltag ergattern. Und wir haben sind nur mit einem Punkt nach Hause gefahren. Und im zweiten Spieltag gab es das Duell gegen die Hausherren FC Barcelona. Und so, jetzt funktioniert es wieder. Und da hatten wir die Herausforderung. Also wir hören dich ganz gut, Matthias. Ich weiß nicht, ob du selber bei dir, ich aber... Ich höre im Hintergrund immer Musik zwischendurch. Deswegen habe ich dann gestoppt. Also hier kommt alles ganz gut an. Alles klar. Und hatten dann diesen zweiten Spieltag schon ein bisschen unter Druck gestanden, schlecht in die Saison gestartet und so weiter. Und dann hatten wir dieses Warm-up. Und wir reisen immer am Freitag an und spielen dann diesen gesamten Freitag uns ein gegen verschiedene Mannschaften, versuchen Taktiken und Formationen zu besprechen. Und da haben wir an diesem Tag von gefühlt 20 Spielen kein einziges gewonnen. Wir hatten, glaube ich, nur einen Sieg dann am Ende des Tages. Und die Jungs waren dann wirklich down. Und wir haben das Ganze dann wirklich mit Videoanalyse spätabends noch analysiert, auch taktische Veränderungen wahrgenommen und hatten dann wirklich am nächsten Tag 2 Sieger gegen FC Barcelona zu verbuchen. Und das war der Turning Point für die erfolgreiche Saison. Und da ist man halt als E-Sport-Trainer auch schon so ein bisschen Mental-Coach, beziehungsweise man muss die Jungs auch immer an der Stange halten und vor allem jetzt in dieser langen Pause von März weg in der Ungewissheit, wie geht es bei uns weiter? Die Jungs sind mittlerweile auch Profis, die leben auch davon und für die ist es natürlich umso prekärer, die ganze Situation mit Corona, wenn die Saison abgesagt wird, wie in vielen anderen E-Sport-Titeln. Das ist natürlich für die extrem schade und natürlich auch eine finanzielle Bedrohung grundsätzlich. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass diese Saison auch weitergeht. Und man muss immer am Ball bleiben, eingespielt sein. Und die Jungs haben das wirklich sehr gut durchgezogen. Die haben mittlerweile schon diese deutsche Mentalität auch aufgesogen. Und ja, deswegen sind wir sehr froh, mit diesen Jungs arbeiten zu dürfen. Ja, drücken wir euch logischerweise die Daumen, dass es dann auch klappt mit der Fortsetzung der Saison. Wir wollen mal ein bisschen draufblicken auf dein Team, wollen das mal so ein bisschen vorstellen und dann reden wir zwar gleich nochmal ein bisschen intensiver über E-Sports, weil es ja doch sehr, sehr interessant ist, was es für Parallelen gibt, aber eben auch, was es für Unterschiede gibt. Jetzt erstmal dein Team für unsere Zuschauer zu Hause. Alex Alguacil. Hi Jose. My name is Matthias Luttenberger and I'm the coach of FC Bayern München eSport. I'm a football lover. I'm really excited to represent FC Bayern. I think we are a really strong team and we will surprise. We have all the facilities to do it. Let's keep working and let's try. Jetzt spreche ich gleich mit Matthias Luttenberger über all das. Kurzer Blick nach Wolfsburg nochmal. Die Bayern weiterhin mit 2-0 in Führung. Kaum sage ich es, macht Perisic hier fast das 3-0. Der ist also eingewechselt worden und auch Philippe Coutinho wieder mit dabei. Also das für euch alle da draußen, die das Spiel nicht verfolgen können. Die Bayern haben weiterhin alles im Griff, lassen wenig zu. Coutinho jetzt auch mit dabei, freut uns sehr, dass es für ihn auch nochmal klappt mit dem Comeback bei den Bayern. Schauen wir dann, wie es weitergeht für ihn beim FC Bayern. Jetzt aber nochmal zu dir, Matthias. Jetzt haben wir dein Team gerade gesehen. Die Ausgangslage war ein bisschen anders natürlich beim FC Bayern. Man hat ein neues Team aufgebaut. Deshalb jetzt die Frage, wie hat man das gemacht? Wie hat man entschieden, dass es die drei Jungs sind, die für den FC Bayern aktiv sein sollen? Also wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da auch sowas wie einen Transfermarkt oder wie stellt man sich so ein Team zusammen? Ja, in etwa gibt es einen Transfermarkt. Es gab einen Stichtag, wo alle Spieler gemeldet werden müssen für das Turnier und für die Liga. Und am Ende dieser Phase hat man schon gemerkt, dass viele Vereine noch die letzten Transfers über die Bühne bringen möchten. Und auch bei uns war es dann so, wir hatten schon quasi diesen Kern, Miguel Mestre und José Sánchez,
Wir waren voriges Jahr schon gemeinsam in einem Team und haben für Furore gesorgt. Und dann gab es eben die Möglichkeit, relativ am Ende der Transferphase Alex Alguacil vom FC Barcelona loszuweisen. Und somit haben wir dieses Trio komplettiert. Und wir hatten aber dann eigentlich nur 2 Wochen Vorlaufzeit vor dem Ligastart. Deswegen, es war eine große Herausforderung, das Ganze mal auf Schiene zu bringen. Unser erster Gegner Manchester United hatte nämlich zeitgleich gleich ein 10-tägiges Trainingslager und waren dementsprechend sehr gut vorbereitet. Die hatten ein bisschen mehr Zeit in dieser Vorbereitungsphase. Für uns war es ein bisschen schwieriger, aber nach diesem ersten Spieltag hatten wir 1 Monat Zeit für diesen 2. Spieltag uns vorzubereiten. Diese Zeit haben wir intensiv genutzt und ja, das haben sie dann die 3 Jungs sehr gut umgesetzt. Wieso es 3 Spanier wurden? Die Pro Evolution Soccer Szene ist relativ klein im internationalen Kern. Also es gab über die letzten Jahre meistens dieselben erfolgreichen Spieler auf internationaler Ebene. Und ich als ehemaliger Spieler durfte gegen alle 3 schon spielen und ich kannte die Szene sehr gut. Da waren jetzt nur mal ein paar Spiele in der Liga, das sind glaube ich 2 oder 3, die ich persönlich noch nicht kannte. Aber man hat dann gewissermaßen ein Gefühl bekommen, wer wirklich in einem Team funktionieren kann. Und vor allem Stichwort das Team. Wir spielen ja nicht in diesem Einzelmodus wie andere E-Sport-Titel, sondern wir spielen in diesem Teammodus. Und dieser Teammodus ist insofern interessanter, weil sich dieses Team sehr gut verstehen muss. Und da ist natürlich auch die Muttersprache vom Vorteil, wenn die miteinander kommunizieren können auf Spanisch, weil es da wirklich um Millisekunden geht und jede Millisekunde kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Okay, das sind ja schon mal ein paar ganz nette Eindrücke für Leute, die da vielleicht nicht ganz so tief drin sind. Also auch, dass man eben da als Team zusammenspielt. Wir haben aber auch eine Frage an dich reinbekommen, die ich dir schon sehr gerne noch stellen möchte. Von Tickle My Pickle, der übrigens auch bemerkt hat, dass ich sehr oft das Wort Eindrücke verwende. Ich werde daran arbeiten, Tickle My Pickle. Aber er möchte hauptsächlich von dir wissen, Matthias, was die größten Unterschiede sind beim Gameplay zwischen FIFA, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, FIFA und eben Pro Evolution Soccer aus deiner Sicht. Ja, man muss jetzt unterscheiden zwischen Einzelsport und diesem Teamsport. In diesem Einzelsport ist Pro Evolution Soccer eher mehr die Simulation. Man sieht jetzt im Vergleich zu FIFA weniger unrealistische Tricks oder Finesse-Schüsse und so weiter, die sehr wohl bei FIFA sehr erfolgreich sind. Pro Evolution Soccer ist ein bisschen weniger spektakulär, aber ein bisschen näher am echten Fußball dran. Und vor allem seit Jahren ist die taktische Vielfalt bei Pro Evolution Soccer wesentlich ausgeprägter und das macht es natürlich insofern in diesem Teamsport noch wesentlich interessanter. Also das ist ein extrem spannendes Thema, der ganze E-Sports-Bereich beim FC Bayern mit euch. Das ist auch ein Thema, das uns weiterhin beschäftigen wird, das wir, glaube ich, noch in Zukunft sehr, sehr häufig aufarbeiten werden. Da freue ich mich schon drauf. Wir werden euch auch dann wieder ein bisschen begleiten als Team, auch bei uns auf dem Sender, wenn es dann wieder möglich ist. Wir hoffen ja, dass das alles relativ zügig geht. Wollen aber auch noch mal über den Fußball sprechen, der da gerade in Wolfsburg passiert. Die Bayern führen weiterhin mit 2-0. Jetzt haben wir gerade ein relativ heftiges Foul, glaube ich, gesehen an Goretzka. Der hat zumindest einen Schlag auf die Wade bekommen und hoffen, dass es für ihn dann weitergehen kann und dass er nicht womöglich ausfällt in den nächsten Wochen. Und wollen dementsprechend auch mit dir noch mal so ein bisschen über die Bayern insgesamt sprechen und deine Eindrücke mal Richtung Pokalfinale auch. Du hast schon gesagt, du schaust jedes Spiel oder wir wissen, dass du jedes Spiel verfolgst, Bayer Leverkusen. Was erwartest du von diesem Pokalfinale? Wie gefährlich ist das für die Bayern? Finale sind immer gefährlich und man merkt zwar aktuell, dass quasi fast jeder am Platz stehen kann und dass das Gefüge funktioniert. Aber man hat auch das Spiel gesehen in Leverkusen. Das war natürlich das letzte Ligaspiel, war sehr erfolgreich und relativ schnell entschieden zu Beginn. Und deswegen, man darf das jetzt aber nicht unterschätzen. Ich glaube, Leverkusen wird nicht noch einmal diese Fehler machen, wo sie dann wirklich im Zentrum relativ offen waren, muss man sagen, für die schnellen Gegenstöße. Und vor allem die Spielweise hat sich ab uns relativ stark auch verändert. Wir sehen viel mehr Bälle in die Tiefe, auch das erste Tor jetzt da heute gegen Wolfsburg. Über quasi 3 Stationen von Manuel auf Thomas und Lewandowski blockt den Ball ab und dann gibt es ja direkt den tiefen Ball auf Coman und man sieht halt, dass wir dann viel öfter diese tiefen Bälle auch spielen und ja, das funktioniert sehr gut. Wir haben einige Spieler in unseren Reihen, die sehr gut diese Chipbälle können. Goretzka, Boateng, Alaba aus dem Zentrum heraus und auch Joshua Kimmich und wir sind da wirklich sehr unberechenbar in dieser Saison. Da wir vorhin die Frage reinbekommen haben, an uns alle gerichtet, ich stelle sie jetzt einfach mal dir. Was glaubst du denn, was möglich ist für die Bayern dann auch in der Champions League? Oder ist das noch zu schwierig zu prognostizieren?
Die Schwierigkeit ist sicherlich mal die 4 Wochen Pause. Also das ist sicherlich nicht so einfach. Nach dem Pokalfinale hat man vorhin gehört, dass das Team 12 Tage frei bekommt. Wir haben es in den letzten Jahren ein paar Mal gesehen, wo man sehr früh Meister wurde im März und dann die Spannung hochhalten musste in der Champions League. Das war nicht immer einfach. Aber aktuell hat man das Gefühl, dass das Team wirklich alles möglich ist, dass man auch wirklich vielleicht aufs Triple schielen kann. Ja, das übrigens auch, weil du es gerade ansprichst, Justin39 hat das geschrieben, dass das eine super Entscheidung ist von Hansi Flick, dass die Jungs da 12 Tage Pause bekommen. Aber er sagt auch, sie sollen sich dann schon auch zu Hause fit halten. Wie ist das bei euch in dem Bereich, wenn man da Pause hat? Ist man da trotzdem ständig am Trainieren oder versucht man auch mal irgendwie Ablenkung zu bekommen? Was ist da sinnvoll? Wie gestaltet man das als Trainer? Es gibt mal grundsätzlich unterschiedliche Spielertypen. Spieler, die komplett immer am Ball bleiben und durchziehen, aber auch andere Spieler, die Pause benötigen. Und das muss dann wirklich jeder Spieler individuell entscheiden. Wir geben dann als Trainer oder als Verein dann auch vor, wann es dann wieder losgehen muss. Aber die Jungs sind meistens schon vorher wieder richtig motiviert. Aber es ist auch sinnvoll, wenn wir so ein Wochenende in Barcelona hatten. Das geht auch für die Jungs oft am Donnerstag schon los, bis Sonntag am Abend. Da ist es mal gut, dass man 2-3 Tage vielleicht abschaltet und wegkommt. Und vor allem, wenn man die ganze Zeit vor der Konsole sitzt und die ganze Zeit Spiele runterklopft, man wird mit der Zeit irgendwie, versucht immer die gleichen Spielzüge zu spielen, ist wenig kreativ. Deswegen sind Pausen sehr sinnvoll. Und auch in meiner damaligen E-Sport-Laufbahn habe ich sehr gerne vor großen Turnieren wirklich ein paar Tage Pause gemacht, um dann beim Turnier wieder richtig fit zu sein und auch wieder richtig geil aufs Spiel sein zu können. Ja, also die letzte Pause, die ja durch Corona verursacht war, haben die Bayern auf jeden Fall gut genutzt und es perfekt hingekriegt, Hansi Flick. Jetzt schauen wir mal, hoffen wir mal, dass es dann mit diesen 12 Tagen Pausen auch ähnlich gut wieder funktioniert. Wenn du so drauf schaust auf die Saison, die ja so ein bisschen zweigeteilt auch war bei den Bayern, jetzt gerade nach dieser Pause, wer hat dich da besonders beeindruckt? Wir haben ja wissen mittlerweile, Robert Lewandowski ist zum Spieler der Saison gewählt worden. Ist er auch derjenige, den du ganz oben ansiedeln würdest oder hast du einen anderen Favoriten bei den Bayern? In dieser Saison ist es richtig schwierig, weil das Team nach dieser anfangs schwierigen Phase wirklich sehr gut zurückgekommen ist. Und da gibt es einige Charaktere, die dann richtig aufgespielt haben. Wir haben heute auch Thomas Müller mit dem Vorlagenrekord, den er aufgestellt hat. Der hatte auch einen schwierigen Start in das Jahr zuerst und hat jetzt 21 Torvorlagen. Dann natürlich mit Alphonso Davies als linker Verteidiger. Ich glaube, da gibt es weltweit nicht mehr viele, die dort mithalten können. Und aber auch David Alaba, der wirklich zum Weltklasse-Innenverteidiger mutiert ist. Das hatte man vor der Saison jetzt noch nicht so am Schirm, aber diese Rolle fügt da richtig stark aus. Und auch Leon Goretzka, der hatte im Herbst schon sehr gute Spiele, war dann leider verletzt, kam dann retour und war plötzlich auch von der Statur her ein anderer Spieler. Nehmen wir gleich nochmal auf, Matthias, wir schauen kurz nach Wolfsburg, weil die Bayern bekommen einen Elfmeter, 72. Spielminute, wird logischerweise Robert Lewandowski übernehmen, Michael Cuisance ist gefoult worden, gab Gelb-Rot auch für Wolfsburg, Levi läuft an, den schiebt er ganz entspannt einmal mehr unten rein, also Robert Lewandowski möchte dich da wohl doch nochmal auf Kurs Richtung Robert Lewandowski bringen, was deine Meinung des Spielers des Jahres angeht. Aber du warst bei Leon Goretzka stehen geblieben, der ja, wie du schon sagst, physisch nochmal ein bisschen was verändert hat. Auch er, ja, herausragend. Fällt dir noch einer ein? Deswegen ist es in diesem Jahr irrsinnig schwierig, weil wirklich so viele Spieler auf einem hohen Niveau spielen. Und deswegen, ich sage auch, das Gefühl, die Mannschaft ist richtig intakt. Und mit dieser Mannschaft kann man wirklich alles zutrauen. Und Robert spielt seit Jahren auf diesem hohen Niveau. Und es gilt halt im Strafraum oder auch davor, mit der Ballverteilung, mit der Ballverarbeitung wenig Stürmer auf diesem Niveau. Du hast selber sehr hochklassig deinen Sport auch betrieben, bist jetzt Trainer in diesem Sport. Ist das für dich dann auch besonders beeindruckend, weil du ihn auch gerade angesprochen hast, deinen Landsmann David Alaba. Ist das für dich besonders beeindruckend, wenn man dazu in der Lage ist, sein Spiel dann auch so anzupassen und so zu verändern nochmal, nachdem man ja jahrelang Außenbahn gespielt hat, dann plötzlich Innenverteidiger spielt und David spielt das, als hätte es nichts anderes gegeben und spielt das auch überragend? Sie spricht für die Intelligenz des Spielers. Also David hat da wirklich sehr schnell Fuß gefasst und vor allem ist jetzt da im Spielaufbau wirklich auch nochmal, lebt sehr stark von Davids Stärken. Er hat einen guten
Fuß. Er kann sehr gute Spiele öffnen und hat auch eine gute Schnelligkeit. Also wenn wir wirklich hoch stehen, mit Davis an seiner Seite noch dazu. Also man kann da wirklich sehr hoch auch stehen mit der Verteidigungslinie und läuft trotzdem nicht so oft in Gefahr, dass da wirklich ein großes Kontertor passiert, weil einfach die Geschwindigkeit auch da ist. Und David ist natürlich in Österreich verstärkt im Fokus. Und ich bin auch gespannt, wie jetzt im Nationalteam die ganze Sache dann gemanagt wird, ob er als Innenverteidiger aufläuft oder wiederum, wie es bei uns standardmäßig war, auch im zentralen Mittelfeld. Er kann ja mehrere Positionen bekleiden und er spricht eben von seinem Spielertyp und für seinen Charakter. Und Alfonso Davis hast du auch schon angesprochen. Ganz junger Kerl ja auch noch. Jetzt ist er zum Rookie des Jahres auch gewählt worden. Was glaubst du, was das mit ihm macht? So eine überragende erste Bundesliga-Saison, das gibt es ja bestimmt auch in eurem Bereich, dass einer plötzlich auftaucht und ja, der Superstar ist oder als der kommende Superstar sofort gehandelt wird. Was glaubst du, was das mit ihm macht? Oder ist er einfach von seinem Charakter her als Typ so locker, dass ihn das auch wenig beeindruckt und er wird auch einfach so weitermachen? Ich habe ihn jetzt persönlich noch nicht kennenlernen dürfen, aber er wirkt von der Ferne einfach richtig locker und ein richtig positiver Kerl. Ich glaube, mit dem kann man sehr viel Spaß auch haben. Und die Saison, die er spielt, ist phänomenal. Und zu Beginn hat man noch gemerkt, wo er vielleicht noch für die Abstimmungen her in der Viererkette vielleicht das ein oder andere Problem hatte. Aber mit seiner Schnelligkeit war es dann letztendlich kein Problem. Und wenn er jetzt, man hat es gemerkt, er kommt immer mehr in diese Position rein. Und ist auf dieser Position, gibt es, glaube ich, aktuell weltweit, glaube ich, kaum einen stärkeren. Oh, das ist doch nochmal eine Ansage. Auch wenn du so allgemein drauf schaust, so ein bisschen Verjüngungskur gab es ja schon auch bei den Bayern. Und man hat jetzt so ein bisschen so eine Achse. Glaubst du, dass da viel möglich ist, auch in den kommenden Jahren, wenn man jetzt draufblickt, dass man eben hinten David hat, der ja noch ein sehr junger Innenverteidiger ist, wenn er da jetzt konstant spielen sollte. Davor Kimmich, Goretzka, die beiden, die das sehr gut lenken da im Mittelfeld. Und dann hat man ja auch in der Offensive eine Menge junge Kerle. Ist da vieles möglich für die Bayern? Entsteht da gerade eine neue, absolute Top-Generation? Ja, das Lustige ist, wir sind ja wirklich seit vielen Jahren auf diesem hohen Niveau und dieser Sprung oder dieser Schnitt von diesem neuen Kern, der lief ja wirklich mehr oder weniger ganz kontinuierlich durch die Saison und auch durch die letzten Jahre. Und jetzt da mit auch diesem Zentrum, also mit David, mit Joshua, mit Leon und auch mit Thomas Müller vorne auf dieser Position, wo er diesen Freigeist hinter Lewandowski spielt. Er ist ein unberechenbarer Spieler und mit seiner Spielintelligenz und seinen Pässen, er hat nicht umsonst 21 Torvorlagen und ich glaube, da sind wir sehr gut für die nächsten Jahre auch aufgestellt. Dann haben wir noch ein paar junge Wilde dabei mit Fonsi, mit Coman, mit Gnabry, also wir sind wirklich sehr gut aufgestellt. Und wenn wir uns jetzt punktuell vielleicht den Kader noch erweitern beziehungsweise punktuelle Verstärkungen ins Team holen, ich glaube, da ist wirklich für die nächsten Jahre ein sehr guter Grundstein gelegt worden. Dann sage ich Dankeschön, Matthias, dass du für uns da warst, dass wir miteinander sprechen konnten. Zum einen eben über E-Sports, über euer Team. Wie gesagt, das Thema wird uns, glaube ich, noch sehr viel beschäftigen. Und dann sprechen wir nachher nochmal ein bisschen mit dir. Danke dir für den Moment mal. Und dann wollen wir nochmal blicken in Richtung Wolfsburg. Kurz vorher schaue ich vielleicht nochmal, ob hier noch ein bisschen was reingekommen ist. Ja, da kommt die Frage von Markus, wer steigt ab, Bremen oder Düsseldorf? Markus, du siehst es ja an den Ergebnissen aktuell. Wir haben immer die aktuellen Ergebnisse für euch drin. Union führt 2-0 gegen die Fortuna und Bremen 6-1 gegen Köln. Kann ich kaum glauben. Das Letzte, was ich gesehen hatte, war 3-0 vor dem Gespräch, glaube ich, mit Matthias. Also das sieht alles danach aus, dass Werder Bremen tatsächlich Relegation spielen kann und die Bayern ja aktuell mit 3-0 in Führung weiterhin in Wolfsburg. 99 Saisontore sind es bis hierhin. Hier sehen wir nochmal einen schönen Tweet dazu, auch von Christian Joost 03 und da waren es 99 Tore. So schaut es aus. Also die 100 sollen dann doch noch her. 12 Minuten sind es noch auf der Uhr. Jetzt gucke ich nochmal, ob dann noch irgendwas war, was ich für euch tun kann. Der Kids-Club-Kapitän, das möchte The CC Army gerne wissen, wer das aktuell ist. Es war lange Joshua Kimmich, mittlerweile ist es Thiago. Also ich hoffe, dass dir das weiterhilft, das kann ich dir sagen. Und ob der Video-Assistant noch da ist seit Corona, ja, er ist noch da, also auch den gibt's noch. Und dann hatten wir noch die Frage, die habe ich noch im Sinn, genau, vorhin mit dem fünften Stern.
Denn es ist ja der 30. Titel für die Bayern und es ist das 100. Tor für die Bayern. Und zwar durch Thomas Müller, 79. Spielminute. Also gerade habe ich noch drüber geredet, wollte das eigentlich meinen Kollegen vom Webradio überlassen, aber jetzt ist es schon passiert. Also Thomas Müller, jetzt gucken wir nochmal drauf. Kommt die Flanke, wird nochmal verlängert und dann steht Thomas Müller hinten am langen Pfosten. Flanke kommt von Perisic. Ja, dann wird sie von einem Wolfsburger verlängert. Thomas Müller ist da. Nimmt den kurz runter und knallt den dann aus 6-7 Meter, relativ spitzer Winkel, knallt er den ins kurze Eck. Also 100 Tore für die Bayern, also dann wollen wir die 101 auch noch voll haben. Saison 71-72, haben wir schon drüber gesprochen, also knapp 50 Jahre mittlerweile her das Ganze, dass das geklappt hat. Also das können die Bayern jetzt auch noch schaffen, jetzt sind wir sogar relativ zuversichtlich bei noch 11 Minuten auf der Uhr. Aber ein Thema hatte ich noch. Aiton Fox, ich spreche eure Namen vielleicht manchmal falsch aus, die ihr da verwendet, eure Synonyme, wollte aber gerne wissen, und das ist ein Thema, das uns schon länger beschäftigt hat, was mit dem fünften Stern ist für die Bayern, weil 30 Titel, sollte es ja eventuell den fünften Stern hier auf dem Trikot geben. Man weiß es tatsächlich noch nicht, es ist noch nicht festgelegt worden, es wird offensichtlich noch diskutiert bei der DFL. Logisch wäre es, aber bis hierhin ist das noch nicht final bestätigt, ob es diesen fünften Stern tatsächlich gibt für die Bayern und ja, wie man das Ganze dann auch anordnet. Man wird es sehen, ob das passiert. Also da halt mein Auge drauf, ob das Bayern-Trikot dann in Zukunft 5 Sterne hier oben hat. Also jetzt die letzten 10 Minuten, die Bayern schon wieder im Angriff mit meinen Kollegen vom Webradio, mit Jens Kober und mit Herbert Steffe. Viel Spaß mit der Schlussphase und den beiden Jungs. Ich melde mich zwischendrin, falls es irgendwas aktuell es gibt. Ansonsten lassen wir es jetzt erstmal laufen und holen uns die Schale ab und vielleicht den Torrekord. Nein, du musst mir genau zuhören. Ich habe gesagt, er schaut, was der Castells macht und dann denkt er sich, ich hau den einfach ins kurze Eck. Okay. Egal, was der Castells macht. So klar. Wollte ich es zumindest ausdrücken und so war es dann auch Der Fall. Müller aus 5 Metern einfach draufgehauen und kurzes Eck einfach rein. 4:0. Wie gesagt, das 100. Tor des FC Bayern. Das ist noch einmal erst vorgekommen, dass sie so viele erzielt haben und das war in der Saison 71-72. Da waren es 101. Also ein bisschen Zeit ist hier noch. Vielleicht gibt es ja noch die Draufgabe und die Einstellung des Vereinsrekordes. Die Wolfsburger, wie gesagt, die sind in Unterzahl seit der 71. Minute, seit der gelb-roten Karte für Kyla Voogie, der zweimal in der zweiten Halbzeit gelb gesehen hatte. Einmal nach einem Foul, das war ein ja, es war nicht unbedingt absichtlich, aber ein ziemlich brutales Foul an Goretzka im Mittelkreis, da mit gestrecktem Fuß reingegangen und dann eben dieses Foul gegen Cuisance, was zum Elfmeter geführt hatte und die Wolfsburger deshalb nur noch zu 10. Sie sind momentan vorne auf der rechten Seite mit Mbabu, wie du eben schon erwähnt hattest, sicherlich einer ihrer Besten heute, der Rechtsverteidiger der Schweizer, der immer einer der ist mit den meisten Kilometern, die abgespult sind, der hinten absichert, aber auch vorne angespielt werden kann. Jetzt steht er wieder beim Einwurf, muss den Ball aber zurückwerfen. Die Bayern haben sich hinten versammelt. Und jetzt kommt Wolfsburg über die linke Seite. Roussignon verliert den Ball da und dann Foulspiel an Müller wiederum. Und jetzt ist Hansi Flick unten sogar so weit, dass er den Ball Müller vorlegt. Und sie wollen es schnell machen. Also ich glaube, die haben schon noch die 101 irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf oder sowas. Weil wie gesagt, Hansi Flick, der da das Spiel schnell macht und das, ich meine, kurz vor Ende bei einem Stand von 4:0, weiß ich nicht. Nimmt man auch gerne mal mit. Der Hansi Flick hat ja ohnehin eine Bilanz, eine Statistik, wie sie noch kein Erstligatrainer überhaupt hatte, weder bei den Bayern noch sonst irgendwo in der Bundesliga. Und die wird jetzt durch diesen klaren Sieg, und davon kann man jetzt laut sprechen, glaube ich, nochmal verbessert. Und wenn dann noch ein neuer Torrekord dabei rausspringen würde, den hat er, seitdem er Cheftrainer ist, ohnehin. Aber er will natürlich auch die ganze Saison gewertet, wie dem auch sei. Cuisance hat den Ball, die Bayern also, nachdem die Wolfsburger sich jetzt doch zurückziehen, ein Mann weniger sind und gemerkt haben, wir haben ja keine Chance, versuchen Schlimmeres zu verhindern. So wie jetzt durch diesen Kopfball nach der Hereingabe von der linken Seite von Alphonso Davies. Aber da springt jetzt endlich nur in Anführungszeichen nach dem Knochel mit dem Kopf dazwischen geht und den Ball über die Torauslinie drückt. Ein Eckball herein und Standards jetzt wieder. Joshua Kimmich, der ja gerade reingekommen ist, auf den kurzen Pfosten abgewehrt zunächst. Aber die Bayern machen sofort Druck, setzen hinterher. In diesem Fall Alphonso Davies, der kommt auch an den Ball, macht das klasse, spielt raus zu Kimmich.
der da mit vorne geblieben ist, der dann ein kleines Missverständnis mit Perisic anspielen, aber der reagiert nicht. Und dann vielleicht jetzt doch nochmal die Wolfsburger, die ich gerade schon ein bisschen abgeschrieben hatte. Ich denke, das war abseits. Auf jeden Fall sind sie noch im Ballbesitz. Die Fahne ist unten, aber gut mitgelaufen. Thomas Müller war es, glaube ich, der da glänzend wieder gearbeitet hat, obwohl der ja schon von Anfang an hier dabei war bei diesen höllischen Temperaturen. Auch bei 4:0, da wird gerackert, da wird geackert. Das ist fantastisch. Perisic auf dem Ball, am Ball auf der linken Seite gegen Babu und holt den nächsten. Nein, Abschluss gibt es. Ich hätte von meiner Situation, aber ich bin weit weg, auf Eckball getippt. Aber der Schiedsrichter, der stand viel, viel besser und der hat sofort auf Abstoß gesetzt. Der letzte Wechsel der Partie auf jeden Fall steht an, weil die Bayern haben bereits 5-mal gewechselt und die Wolfsburger haben ihrerseits 4-mal gewechselt. Das heißt, der letzte Wechsel steht jetzt an. Mit der Nummer 20. Morgen. Den habe ich nicht bei mir auf der Liste. Junger Mann namens Horn bläst ins Horn, während Castells hier den Abstoß dieses Mal wirklich weit in die gegnerische Hälfte bringt. Der knapp 2-Meter-Riese, wie gesagt, der hat einige glänzende Reaktionen gezeigt. Luca Horn heißt er, 1,79 groß, Mittelfeldspieler, 21 Jahre jung, der gerade eingewechselt wurde. Ich habe es nicht erkannt, wer für ihn rausgegangen ist. Ist aber jetzt auch nicht mehr wirklich so entscheidend. Entscheidend ist, dass der FC Bayern München auch das letzte Saisonspiel hier sehr, sehr souverän bestreitet. 4:0 führt gegen Wolfsburger, die lange Zeit hier sehr, sehr gut mitgehalten haben, die auch ihre Chancen hatten. Aber insgesamt ist auch der klare Vorsprung in dieser Höhe, glaube ich, verdient für den FC Bayern München. 100 Tore in der Saison, jetzt der Ballverlust. Und der schon oft angesprochene, warum? Weil er so oft am Ball war, Babu, wieder mit dem Ball in die Mitte in Richtung 16er. Und wieder die Bayern, Hernandez in diesem Fall gut dazwischen gegangen. Sind jetzt ein bisschen schwere Sichtverhältnisse. Ein Drittel des Platzes von der Sonne überflutet, der andere im Schatten. Wir sehen, in der Sonne wird der Ball zu Kimmich gespielt. Kimmich mit dem Seitenwechsel in den Schatten auf die rechte Seite. Ja, schade. Coutinho an der Torauslinie wieder den Ball mit der Brust stoppen, aber der springt ein bisschen zu weit nach vorne, ist man gar nicht gewohnt vom Brasilianer, aber dem fehlt natürlich auch die Spielpraxis. Da ärgert er sich selbst ein bisschen, er will ihn sich nach vorne legen und geht seitlich über die Torauslinie und deshalb gibt es den Abstoß vom Tor von Castells. 5 Minuten ungefähr noch zu spielen hier, bloß ein bisschen Nachspielzeit und dann gibt es die Schale für Hansi Flick in seiner ersten Saison als Bayern-Cheftrainer, gleich Meister geworden. Und was man sich so fragt, wird, wir sehen außen übrigens noch, dass Leon Goretzka, das können wir Ihnen sagen, da behandelt wird. Und ich glaube, da lagen wir gar nicht so sehr falsch. Also eine Fleischwunde hat er auf jeden Fall davon getragen an der Wade. Die medizinische Abteilung der Bayern, die versorgt ihn jetzt hier schon auf der Bank. Also der ist nicht in der Kabine oder so, sondern er will natürlich auch mit seinen Mannschaftskollegen hier nachher feiern, aber wird vorher noch hier ein bisschen zusammengeflickt, während die Wolfsburger noch mal versuchen, nach vorne zu spielen über Weghorst, dessen Namen ich, glaube ich, in der zweiten Halbzeit noch gar nicht erwähnt habe. Also der Niederländer, der spielt noch mit, aber von ihm war gar nichts zu sehen. Jetzt legt er den Ball ab. Der kommt dann auf die linke Seite zum eingewechselten Horn. Jetzt habe ich ihn übrigens auch auf dem Zettel, kam für Rossignon, der Linksverteidiger, also ausgetauscht und vielleicht der Linksverteidiger der Zukunft bei den Wolfsburgern mit in der Partie. Und das ist so eine Szene, die, finde ich, ja noch mal beschreibt ganz viel. Jerome Boateng klärt hinten den Ball und ärgert sich beim Stand von 4:0 beim letzten Spieltag, ein paar Minuten vor Schluss noch, dass der Ball ins Aus geht. Also das ist, zeigt so ein bisschen das, was du eben auch angesprochen hast. Das stimmt nicht nur mit der Stimmung, die da wirklich gut ist, sondern auch mit der Einstellung. Absolut. Und da absolut lässt sich keiner, nicht mal bei einem Einwurf, den Boateng jetzt hier gerade quasi hergegeben hat, sage ich mal einfach so, nicht mal da, also da ärgert er sich selbst darum, dass es soweit ist. Ist ja auch eine ganz interessante Personalie natürlich, Jerome Boateng, 200. Bundesligaspiel für den FC Bayern München. Man muss aufpassen, denn da ist der Alphonso Davies, der versucht sich durchzusetzen. Babu kann ihn stoppen, faire Art und Weise sogar. Okay, Jerome Boateng, den hatte man ja auch schon das ein oder andere Mal abgeschrieben. Und was ist das für ein wichtiger Innenverteidiger jetzt wieder beim FC Bayern München geworden. Klar, er war immer wieder von Verletzungssorgen geplagt und das konnte er Gott sei Dank mit Hilfe der medizinischen Abteilung und seiner Einstellung abstellen. Und wenn er fit ist, und er ist eben fit geworden, und dann hat er sich auch körperlich richtig fit gemacht und seitdem spielt er eine blendende Saison an der Seite
meist von David Alaba. Und deshalb ist er jetzt hier in seinem 200. Bundesligaspiel für den FC Bayern München. Coutinho geschickt gemacht am 16er. Müller will den Ball zurückspielen zu Coutinho. Und dann, oh, ja, das wäre was gewesen. Wurde, glaube ich, abgefälscht und geht dann in Richtung Tor von Castells, während man auf der Tribüne in der Bayern-Mannschaft, also nicht in der Bayern-Mannschaft, sondern im Vorstand, im Präsidium, schon auf die Meisterschaft trinken, anstoßen kann und auch ein schönes Paulaner trinken kann, geht es hier natürlich weiter. Ja, Castells hat dann Gott sei Dank aufgepasst, Gott sei Dank aus Sicht des FC, der VfL Wolfsburg. Und sieht, dass der Ball wahrscheinlich sogar im Tor gelandet wäre, so eine Art Bogenlampe. Und er pflückt ihn dann runter und irgendwie geht er noch an die Latte. Also wäre doch fast das 5:0 geworden. Perisic kommt nicht vorbei oder kann sich den Ball nicht erobern gegen Babu. Aber die Wölfe, sie werden attackiert. Auch das jetzt in den letzten Minuten. 4:0 Führung. Die Bayern wollen immer noch mehr. Die wollen und wollen und wollen. Das ist einfach großartig, aber die Wölfe wehren sich dagegen mit einem Mann weniger. Und ja, dieser eine Mann weniger wird ersetzt durch Babu, der hier wie zwei oder drei läuft. Und jetzt auch gut seine Mitspieler in Szene setzt. Flacher Ball nach innen, Neuer ist unten. Neuer, Manuel Neuer. Du hast gesagt, wir haben manchmal vergessen, ihn zu erwähnen, was das nicht nur in diesem Spiel, sondern generell für ein starker Rückhalt ist. Das hat er natürlich nicht verdient, dass man ihn nicht erwähnt. Perisic, verdient der es jetzt, dass man ihn erwähnt? Schade. Versucht er sich links durchzusetzen, legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor und ja, ärgert sich selbst ein bisschen, dass da nicht mehr daraus geworden ist. Ist natürlich auch für die Spieler, die gerade erst eingewechselt oder eingewechselt wurden, nicht ganz leicht, da voll reinzukommen in dieses Team, das so glänzend funktioniert. Und war das die letzte Aktion in diesem Spiel? Ich denke, ja. Also, starke Vorstellung des FC Bayern München. Nicht nur zum Abschluss in Wolfsburg, sondern über die ganze Saison. Was soll man am meisten herausheben? Die grandiose Mannschaftsleistung, oder? Was siehst du? Ja, es ist schwierig zu sagen, glaube ich, in diesem. Das war so eine wahnsinnig besondere Saison, wenn Absolut. Man das einfach nimmt. Also, wenn man denkt, wie weit war man denn schon hinten dran? 7 Punkte hinter teilweise Tabellenplatz hinter der Spitze. Tabellenplatz 7. Und dann ging es so ein bisschen mit Hansi Flick natürlich. Also, er wird immer wieder genannt. Ich glaube, an ihm kommt man auch nicht vorbei. Was er dann nochmal aus der Mannschaft gemacht hat dahingehend. Aber generell diese Leistung. Thomas Müller, weil wir ihn gerade da im Bild sehen, der wusste man ja gar nicht, was mit dem dann ist. Und plötzlich ist es wieder der alte Müller, wie man ihn kennt. Lewandowski, der trifft und trifft. Die Abwehr, die hinten, die sich einspielt, ohne Ende. Ein Manuel Neuer, der da hinten drin, wie gesagt, ich finde, viel zu wenig dafür überhaupt gelobt wird, was der in der Rückrunde gemacht hat. Der hat teilweise wirklich den Bayern auch nochmal Punkte festgehalten, ganz oft dahingehend. Die Jungen, die immer reingekommen sind, die immer funktioniert haben. Ich glaube, 5 Debütanten hat es in dieser Saison gegeben am FC Bayern. So viele, wie schon lange nicht mehr, die in der Bundesliga gespielt haben. Jetzt heute ein Cuisance zum Beispiel, der reinkommt einfach so und unglaublich gut spielt. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sachen. Ein Hermann Gerland, den übrigens Hansi Flick selber erwähnt hat, als was der für die Mannschaft auch noch bedeutet, für die Stimmung, für den Zusammenhalt in der Mannschaft. Also auch, ich glaube, man kann fast keinen rausnehmen, oder? Rausnehmen sowieso nicht und deshalb wäre es wahrscheinlich auch unfair, einen jetzt positiv herauszuheben. Das macht der Hansi Flick ab und zu mal ganz gern nach einem Spiel, aber nach der Saison mit Sicherheit nicht. Großartig, was wir hier gesehen haben vom FC Bayern München. Jens, du darfst dich an den Videoschnitt machen. Ist übrigens sehr empfehlenswert. Da werden nicht nur die 4 Tore gezeigt bei FC Bayern TV Live, die heute gefallen sind, sondern alle Höhepunkte oder die meisten, alle kriegen wir wahrscheinlich nicht rein dieses Spiels und es gab wirklich jede Menge. Wir werden dann auch die Schale Ihnen zeigen, natürlich, die wird ja jetzt in wenigen Minuten übergeben. Danke einmal mehr an Jens Kober und an Herbert Steffe, dass sie dieses Spiel für uns begleitet haben und haben wir noch mal ein paar schöne Eindrücke bekommen. Jetzt bekommen sie also ihre Meisterschale. Da gab es auch die Frage zu, nein, wir dürfen es hier auf YouTube leider nicht zeigen. Also das müsst ihr dann im TV verfolgen. Aber ihr bekommt es bei uns, Herbert hat es gerade angesprochen, in den Highlights auf der Website und so weiter. Da bekommt ihr das sehr, sehr zeitnah zu sehen. Also wenn ihr wollt, klickt da rein. Da gibt es die ganzen Bilder aus Wolfsburg. Ich habe da ein Auge drauf, also falls da noch was Entscheidendes passiert, halte ich euch auf dem Laufenden und noch ein paar Meldungen oder ein paar Meinungen von euch, die wir bekommen haben. Michelle schreibt, 100 Tore, ich ziehe meinen Hut vor dieser Mannschaft. Einfach nur überragend und passend dazu finde ich auch sehr schön, was Klaus Waske geschrieben hat. Als die Bayern das letzte Mal 100 Buden machten, war das hier,
Daniel Boone, Beautiful Sunday, auf Platz 1 in den Charts, also es war 72, aber hatte noch nicht mal den Grand Prix gewonnen. Dadurch, glaube ich, wird relativ deutlich, was das für eine Dimension ist, was die Bayern da geleistet haben. Und dann fliege ich hier nochmal drüber. Ja, da ist noch die Meinung zu Michael Cuisance gefragt und die hole ich mir doch gerne bei Matthias Luttenberger ab, den wir schon zweimal drin hatten in dieser Sendung. Und ich freue mich, dass er jetzt auch zum Abschluss der Sendung nochmal zur Verfügung steht. In der Schalte unser E-Sports-Coach Matthias. Wie ist denn deine Meinung zu Michael Cuisance, der heute ein Traumtor geschossen hat? Das Tor war super. Also er hat schon einen sehr feinen linken Fuß. Und es war natürlich eine sehr große Einladung aus Trainersicht von Wolfsburg. Die hatten ja doch den Platz 6 noch im Ziel. Und dass man dann zum 2:0 so frei zum Schießen kommt, von 20, 25 Meter, war doch sehr verwunderlich. Aber ein Traumtor, also kann schon Tor des Monats werden, meiner Meinung nach. Ein super junges Talent, also ein super technischer, versierter Spieler. Und mir hat es auch heute gefallen, wie er ein wenig weiter hinten gespielt hat, so quasi auf der 8. Und man sieht, er ist auch sehr variabel im Zentrum, glaube ich. Und ich bin gespannt, wie viele Minuten er im nächsten Jahr sammeln kann. Ja, sind wir alle gespannt. Matthias, die Jungs dürften ja eigentlich jetzt auch ein bisschen feiern oder eher nicht vor so einem Pokalfinale. Wie würdest du das mit deinen Jungs handhaben? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, aktuell die Jungs, also jetzt von den echten Fußballern, die sind so motiviert, die wollen jetzt einfach die Saison wirklich perfekt zu Ende spielen. Bei unseren Jungs, man sollte die Dinge feiern, aber immer mit vielleicht angezogener Handbremse, vor allem wenn noch so große Spieler davor stehen. Aber das ein oder andere Bierchen kann man sich vielleicht heute mal gönnen. Was glaubst du denn, wie es Pokalfinale ausgeht? Wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, wenn ich da von dir noch einen Tipp abholen darf, zum gegen Ende dieser Sendung. Mein Tipp ist 3:1 Sieg gegen Leverkusen. Na, dann hoffen wir doch, dass das klappt. Matthias, wir drücken dir auch die Daumen, dass es klappt mit deinen Jungs, dass es da bald weitergehen kann und dass ihr dann entsprechend noch eure Saisonziele auch hinbekommt. Gib uns da vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick, wenn es denn weitergeht. Was ist denn das Ziel? Was kann man denn erreichen? Vielleicht auch mal, um da ein paar Leute abzuholen. Vor dem Saisonstart war der 6. Platz mal das erste Ziel. Der 6. Platz hat die Bedeutung, dass man in das Playoff weiterkommt. Das kann jetzt so sein, dass es jetzt nicht so stattfindet, dieser Betrieb, und vor allem die Saisonende, dass sie wirklich so zu Ende gespielt wird. Deswegen müssen wir mal schauen, was jetzt wirklich auf uns zukommt hinsichtlich der Entscheidung der Liga. Aber natürlich, wenn man einen Punkt hinter dem Tabellenführer ist und man eigentlich die schwerere Auslosung schon hinter sich hatte, da will man natürlich auf den ersten Platz schauen. Und natürlich, wenn man bei den Bayern auch als Trainer fungieren darf und als Spieler, der Verein steht nicht umsonst für die Mir-San-Mir-Mentalität. Und natürlich wollen wir dann natürlich auch zu dem Titel greifen. Ja, viel besser könnten doch die Abschlussworte für so eine Sendung nicht sein. Das gibt's uns wieder in der kommenden Woche. Ich sage Dankeschön, Matthias. Wir drücken euch die Daumen, dass es klappt mit Platz 1 gleich in der ersten Saison. Das wäre ja einmal mehr überragend. Aber du hast es schon gesagt, das ist halt der FC Bayern, das ist Mir San Mir. Wir sagen Dankeschön, wir freuen uns aufs Pokalfinale. Werden wir hier auch verfolgen mit der Matchday-Sendung, habe ich euch gerade schon angekündigt. Also auch da könnt ihr gerne wieder mit dabei sein. Jetzt schaue ich noch einmal drüber. Genau, eins haben wir noch zum Abschluss. Denn Arjen Robben hat ja viel trainiert hier in den letzten Wochen hier an der Säbener Straße. Der eine oder andere hat sich gefragt, warum tut er das? Mittlerweile wissen wir es, seit gerade eben wissen wir es. Er wird nochmal das Trikot anziehen und zwar bei seinem Heimatverein in Groningen. Also Arjen Robben nochmal aktiv in Groningen in der kommenden Saison. Das nochmal eine schöne Meldung zum Abschluss. Danke euch fürs Dabeisein, danke für euren Input auch wieder in dieser Sendung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht mit meinem Gast David, der eben leider nicht mehr da ist, und Matthias und Maxi Welzmüller und was wir nicht alles hatten. Danke fürs Dabeisein, euch allen einen schönen Nachmittag. Genießt die Meisterfeier mit den Bayern und stoßt eine Runde an. Macht's gut. Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Wir sagen wir. Stern des Südens in hellem Lichte. Wir sagen wir. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sagen wir. Wir sind deutsche Meister. Wir sagen wir. One team, one goal for life.
fight. We will never lose our pride. We're the champions, seven in a row. The future looks so bright. Wir sind Sieger, 90 Minuten, 11 Spieler. Feiern die Tabellenführung in der Bundesliga. Super Bayern, wir haben's verdient. 11 gute Freunde, bestes Team. What you know about 90 minutes of pressure? 90 minutes of blood. 90 minutes of passion. What you know about 90 minutes of love? Es ist Zeit, zweite Halbzeit Applaus. Zeit, Champion zu werden, aus einer Leidenschaft heraus. 29 Titel und es geht immer weiter. Wir sind deutscher Meister und der Rest kann einfach. Calma cabeza y el corazón. La copa para arriba, somos campeón. Todo unido, vamos luchando con vuestro apoyo. Siempre ganando por todo el amor. Gracias a la afición. Juntos gritamos todo gol, 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 gol. Illuminate the dark and show me the route to the land of football legends. Where red is the color that we're always repping. Numéro 1 sur championnat. Gagne le match, t'inquiète, ça ira. Si c'est comme ça, viens, danse ma Corée. Allez, 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 l'FCB. FCB, can you see? This is more than a dynasty. This is the greatest club on earth. Not only in Germany. Calma cabeza y el corazón. La copa para arriba, somos campeón. Todo unido, vamos luchando con vuestro apoyo. Siempre ganando por todo el amor. Hacia la visión, juntos gritamos todo gol, 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 gol. Wir sind deutsche Meister, wir sind.